Stell mir vor, der Leonardo DiCaprio kommt aus dem Klo raus und dann sagt die Ellen Page zu ihm so, das hat aber lang gedauert. Also, je höher die Viskosität ist, desto dickflüssiger ist die Flüssigkeit. Doch, Christopher Nolan ist irgendwie der Angela Merkel in Hollywood. Wir haben ihren Mann und jetzt bringen wir ihn nach Hildesheim. Das ist die wichtigste Frage, die man bei Inception Cast klären sollte. Also ich spiele gerade Online-Kniffel. Erstens heißt es das Spezi oder der Spezi? Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Nicht-Besprechung, sondern zum Audiokommentar von Christopher Nolans Inception. Ich bin das Du und heute mit mir ins Reich der Träume eindringen werden einmal der Andi. Grüß dich, Andi. Geil, servus. Und der Kollege Max. Hallo, Max. Hallo. Richtig, das Telehorst-Team hat sich dazu bereit erklärt, diesen unbekannten Film von diesem unbekannten Regisseur, ich glaube, Franzose ist es, Christopher Nolé oder keine Ahnung, zu gucken und dabei drüber zu sprechen. Man nennt das in Fachkreisen auch Audiokommentar. Ja. Wer kam auf diese komische Idee eigentlich? Dominik. Warum ist Dominik denn nicht hier? Naja, also ich will mich nicht beschweren, weil ich habe abends um 6 bei 40 Grad im Schatten und Sonnenschein nichts Besseres zu tun, als mir Inception anzuschauen und den mit euch gleichzeitig zu kommentieren. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie wir dazu kommen, dass jetzt ich glaube, das war, als der Max und ich das Sekret und I Still Believe besprochen haben. Der kam von oben vom Himmel herab, Gottes Finger, und machte ein Zeichen, dass wir Inception mal nicht besprechen sollten, sondern einen Audiokommentar aufnehmen. Und da der Max und ich nach Sekret und I Still Believe äußerst gläubig geworden sind, machen wir es jetzt einfach. Genau. Ja, es wird spannend, weil eigentlich so ein Audiokommentar ist ja meistens, also Birdemic haben wir schon gemacht, liebe Hörer, da könnt ihr mal reinhören, das war ganz lustig, weil das ist halt so ein übler Trashfilm, wo man sich, wo wir aus dem Lachen nicht mehr rauskamen. Und ich bin gespannt, was wir bei Inception zu sagen haben, denn der Film ist ja weder keine Ahnung, trashig, noch großartig lustig, noch hier und da. Ich weiß nicht, was da jetzt dabei rauskommen wird, denn er ist ja auch ein, ja, wie sagt man? Hintergründe werden wir erzählen. Okay. Also was wir halt bei den Dreharbeiten so erlebt haben und so ein paar Sachen halt plaudern, wie sich der Herr DiCaprio im Wohnwagen verhalten hat. Ah, also ganz ehrlich, sagen wir, wie es ist, das wird sich eh nur Leute anhören, die nicht schlafen können und irgendwas suchen, was sie audiotief ein bisschen berieselt. Deswegen herzlich willkommen, ja, wir sind für euch da, wir bringen euch jetzt zum Schlafen und würde sagen, lasst uns anfangen, weil der Film geht ja 2,5 Stunden. Ja, aus Synchronisationsgründen, also wenn es wirklich eine Person geben sollte, die sich zeitgleich dazu den Film versauen will durch unsere Stimmen, dem sei gesagt, dass wir immer irgendwelche Zwischenstände wahrscheinlich abgeben, bei welchen Minuten wir uns befinden oder bei welcher Minute. Und natürlich starten wir alle bei Null. Dann begeben wir uns doch mal ins Reich der Träume mit unseren lieben Zuhörern, die jetzt schlafen wollen. 1, 2, der Telehorst kommt vorbei. Okay. Ach, eines vielleicht noch, es gibt auch eine Besprechung zu Inception, der startet hier wieder in den Kinos dieser Tage, deswegen hört euch gerne die Besprechung an, das machen dann der Christopher, nicht Nolan, sondern Huppertz und der Dominik und die kennen sich mit dem Werk von Nolan besser aus als wir. Ich glaube, Max Ott ist noch mit dabei. Max Ott ist auch dabei, also das ist natürlich noch besser, das ist natürlich drei. Der hat eine gute Stimme, der hat die beste Stimme von uns allen. Der hat auch ein gutes Auge, der ist ein professioneller Fotograf und ich glaube, bei dem Film geht es ja auch viel um die Optik und ich werde mir auch anhören, weil das ist bestimmt sehr spannend, was der dazu zu sagen hat, denn der wird es auch aus einer optisch-fotografischen Sicht natürlich gut besprechen können. Ja, sehr interessant. Dann machen wir mal diese nicht so seriöse Besprechung. Genau. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Habt ihr den Film alle schon gesehen? Wie kennt ihr ihn? Einmal gesehen, zweimal, dreimal? Ich bin wahrscheinlich von uns dreien derjenige, der einen am wenigsten gut findet. Aber das liegt nicht jetzt dran, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil, ist egal. Also ich habe den damals im Kino geguckt, der hat mich wirklich weggeblasen. Ich hatte ihn famos und danach habe ich ihn noch so... Erzählst du jetzt wieder deine Blu-ray-Geschichte? Nein, hab ich nicht vor.
Entschuldigung. Und danach habe ich ihn so, ich glaube, 2-3 Mal nochmal geguckt. Und er ist tatsächlich mit jedem Mal so ein bisschen in der Wertung gesunken, ist aber trotzdem noch, wie ich finde, ein großartiger Film. Aber er hat seine Probleme, wie ich finde. Heute am Ende bist du enttäuscht, 4 von 10. So, egal. Ja, gut. Also ich habe auf jeden Fall die Maus jetzt hier so auf dem Play-Button und ich auch. Hovert drüber. Dann möge doch einer von euch beiden mal runterzählen und dann starten wir. Okay, machen wir 3, 2, 1 wie beim Klatschen und auf 0 drücken wir Play, okay? Ja. Jo. Okay, 3, 2, 1, Play! Okay. So, jetzt muss ich hier nur noch Audio angleichen. Schwarz-weiß. Ich muss mein Laptop dunkel machen, weil dann die Leinwand ist ja an. Ich sollte es nicht sagen, ich weiß. Entschuldigung. Es ist natürlich immer interessant, jetzt hier auszupegeln eure Stimmen und den Film. Ja, und ich glaube, dass der Film ziemlich dröhnen wird, oder? Ah ja, da sind die Dialoge so leise. Gott, ich höre es ja schon. Ah, der Hansi Hinterzimmer macht schon wieder Lärm. Ach Gott, oh Gott. Er hat ja wirklich mit seinem Soundtrack von Inception ja wirklich, wenn man so will, Filmgeschichte geschrieben, weil dieses Horn, dieses Inception-Horn, das hat ja danach gefühlt 5 Jahre lang jeden Trailer irgendwie dominiert, der aus Hollywood kam. Ja, macht's ja jetzt eigentlich noch, oder? Ja. Es gibt sogar eine schöne Seite, Inception-Horn, da sieht man nur so einen roten Button und wenn man drauf drückt, ertönt dieser Klang, wirklich großartig. Und ein Freund von mir hatte den mal als Klingelton, war auch immer lustig. So, jetzt sehen wir aber erstmal hier Dom Kopp, wie er nach einer durchzechten Nacht, nach dem Spring Break, im Wattenmeer liegt. Und so, da kommt die Security, das ist ein Privatstand. Also ist es Norderney. Oder Renesse, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. So. Hier dieses schöne, jetzt mache ich mal den Max Ott, das ist ja eine schöne Frame-im-Frame-Aufnahme. Interessant. Ja, da sehen wir auch schon den Kreisel. Und einen alten Japaner von hinten. So. Ja, Ken Watanabe heißt er, gell? Der ist doch bekannt dafür, geheimnisvoll in die Kamera zu glotzen. Nee, der ist vor allem dafür bekannt, dass wenn ein amerikanischer Film Japaner braucht, dann rufen sie Ken Watanabe an. Genau. Godzilla. Ach so, er ist Hollywoods Quoten-Japaner. Ja. Aber ein guter Schauspieler. Klar. Okay, muss hier echt irgendwas mit dem Audio machen? Ja. Flüstert da gerade irgendwas hin. Ich mache mal einen Untertitel an. Aber dann kommt dreht, keine Pause, oder? Dreht, nee. Dreht. Untertitel. Ich finde eigentlich das Alters-Make-up von ihm. Wie? Ah, besser als bei Prometheus, bei Dings hier. Wie heißt er mal? Guy Pearce. Guy Pearce, ja. Okay, warte mal. Ach ja, okay, ja. Zeitsprung. Nee, ich bin, ja, Gott. Also Nolan bei aller Liebe, aber die Sache mit der Zeit, das ist schon... Ist schon Fetisch, würde ich sagen. Ja. Also das, was für Tarantino Frauenfüße sind, ist bei Nolan die Zeit. Wenn die also mal miteinander einen Fuß machen, einen Film. Dann würden die Füße Armbanduhren tragen, sag ich dir. Würde ich gern sehen, oh Gott. Das ist bisher, glaube ich, mit die komplizierteste Aufgabe, die mein Gehirn je zu lösen hatte. Ja, ich habe den Film echt lange nicht gesehen, deswegen will ich aufpassen, aber ich will mich natürlich auch mit euch netten Herrschaften unterhalten. Ey, ich versuche gerade so eine außerkörperliche Erfahrung irgendwie zu machen, ja. dass ich mir einen zweiten Max neben mich setze. Was erklärt er da jetzt eigentlich? Ich habe nicht aufpassen können. Ich glaube, er wiederholt seinen Monolog aus Django Unchained. Ja, okay. Also haut er jetzt dann praktisch in ein Glas. Ja. In sein Weinglas. Gleich kommt Samuel Jackson als Team um die Ecke. Ach. Ich
Ich weiß noch damals im Kino, als der Film anfing, man wusste ja wirklich nicht, worum geht's eigentlich. So, ne? Die letzten Spiele haben zwar enthüllt, okay, es geht um Träume, aber mehr wusste man nicht. Und ich weiß noch, dass so die ersten Szenen wirklich einem nicht schlauer gemacht haben, aber man war trotzdem total heiß auf zu erfahren, was passiert hier genau. Und jetzt auch dieser Sprung halt von diesem japanischen Villa hin zu diesem Krisengebiet irgendwo im, was ist, Nahe Osten soll das sein oder so? Mhm. Ach stimmt, ja, es ist Nahe Osten. Haben wir hier jetzt gerade zwei Hauptdarsteller aus Brick zusammen gesehen? Ganz genau. Ja, der Pim. Richtig. Der älter gewordene Pim, ich habe mich nämlich bei Brick noch gefragt, woher kennst du den Drogendealer? Da war er. Aber das den hätte ich jetzt nicht mit Inception in Verbindung gebracht, glaube ich. Der ist aber auch nicht gealtert. Joseph Gordon-Levitt, oder wie heißt, ist schon ein bisschen kompetenter geworden, also ein bisschen erwachsener. Der andere nicht. Korpulenter. Na, nee, ja, erwachsener. Aber ganz ehrlich, guck dir mal DiCaprio an. Ich frag mich immer, wann ist der hier erwachsen geworden? In Titanic war noch so dieser Sunny Boy, so mit so Teenager. Bei Departed. Ja. Findest du? Also ich finde, der sieht immer, also gut, okay, Gilbert Grape vielleicht nicht unbedingt und auch nicht Romeo und Julia. Aber so an sich, der verfolgt uns halt auch schon ewig, muss man dazu sagen. Ja. Der ist ja mit uns mehr oder weniger erwachsen geworden. Also für mich hat er sein Milch... Mit dem wir nie Sex hatten. Für mich hat er sein Milchbubi-Dasein abgelegt mit Departed. Ich weiß nicht mehr, was da noch kam davor, aber naja. Ja, Marion Cotillard habe ich mal zeitlang echt als, die war bei mir meine, die schönste Frau Hollywoods. Ja. Werde ich nicht bestreiten. Ja. Und ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige, der das sagt. Das war eine schlechte Idee mit der Leinwand. Ich sehe nur die Hälfte, weil so diese Sonne da so halb reinknallt. Ja gut, aber du musst da sagen, dass der Film halt super düster ist gerade. Mhm. Die hellen Stellen kommen erst noch. Ja. Aber ich kann den Rollo nicht ganz runter machen, weil sonst kann ich hier drin nicht rauchen, weil ich muss den Ventilator wieder ausmachen. Nur Probleme mit euch, hey. Das sind genau die Thematiken, die man gerne hören möchte, wenn man einen Audiokommentar zum Zischen. Ja. Okay, jetzt mal ganz kurz. Also er ist jetzt, wo ist er jetzt? Er ist jetzt im Traumland von diesem Japaner und will jetzt irgendwas, das halt stehlen. Und der Japaner erwartet ihn halt schon, weil... Ja, aber die Sachen, die er stehlen will, das sind ja keine Güter aus der realen Welt. Nein, das ist halt irgendwie... Das sind geheime Gedanken, die halt im metaphorischen Sinn in einem Safe eingeschlossen sind. Ich merke, dass ich von dem Film eigentlich überhaupt nichts mehr weiß. Aber er sieht halt echt immer noch umwerfend gut aus, ne? Leo? Ja. Nein, der Film. Leo natürlich auch. So. Ja. Und hier ist der Film zu Ende. Ja. Ich habe heute auch schlecht geträumt, weil Blair Witch gestern noch geschaut, wie für den Telehorst im Anschluss. Und da habe ich auch schlimme Träume gehabt. Echt? Ja, schon mal als Spoiler für die nächste Besprechung. Ach, guck dir das Sekret und da ist die Belief an, dann hast du schlechte Träume. Ganz ehrlich, es gibt weitaus schlimmere Filme als Blair Witch. Die kommen auch eher aus dem anderen Lager. Okay. Der Japaner hat jetzt Dom Kopp gestellt und hat seinen Kumpel, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, auch an der Kandare. Und DiCaprios Film-Ex-Frau Maul ist auch dabei. Und jetzt. Also wenn du stirbst, wachst du auf, nicht wie in der Matrix, dann stirbst du nicht auch im Traum, sondern dann wachst du wieder auf. Ne? Genau, genau. Und aus diesem Grunde erschießt sie ihn auch nicht, sondern foltert ihn halt nur, weil Schmerz halt real ist. Und jetzt tötet... Warte mal, das ist seine Ehefrau, oder was? Nee. Ja,
Doch, doch. Maud ist seine Ehefrau, die hat sich doch umgebracht. Ich kann euch nicht verstehen, es ist so laut. Ich dachte immer, dass die Ehefrau Michelle Williams ist. Michelle Williams ist in diesem Film nicht existent. Okay, Leute, ohne Witz. Ich glaube, ich sehe Inception gerade das erste Mal. Oder sehe ich Inception in der Inception? Du bist einfach nur sehr vergesslich, glaube ich. Ja, das könnte also. Ich glaube, mein Gehirn ist einfach super noch laut. Ja, wir sind noch da. Es ist auch super laut hier. Kann euch nicht verstehen. Ich höre im Grunde genommen bloß Hinterzimmers Armee. Ich glaube, die einzigen Leute, die mich hören, sind die im Innenhof, weil ich hier so schreie und das ist auch nicht. Hallo! Hört ihr mich? Ja, das ist schon schön an dem Film, wie damit gespielt wird, dass wenn du halt irgendwie im Wachzustand irgendwas erfährst, dass sich das in die Träume rüberholt. Weißt schon, was ich meine? Weißt du, es muss, glaube ich, die Hölle sein, da einen Produktionsplan oder einen Drehplan zu schreiben. Ja, das glaube ich auch. Ich finde es schade, dass sich nie jemand irgendwie so im Traum bei denen einschifft oder so und das sich dann auch in den Traum rüberträgt. Ja, ich war leider Bettnässer. Das jetzt zum Beispiel. Das wäre schön. Ja, aber das ist einfach nur Zeitlupe, Andi. Aber das ist eine tolle Szene jetzt, wie das Wasser kommt. Ja, drei Human Centipede im Erwürgen. Was hat das jetzt mit Human Centipede zu tun, Max? Ja, weiß nicht, weil die hintereinander halt so sich denken. Und warum sind die überhaupt in einem Krisengebiet? Was gibt es eigentlich Bescheuerteres zu schlafen als in einem Krisengebiet? Ja, aber wir weil werden der Typ ja gleich da irgendwie ein Büro hat oder so, keine Ahnung. Nein. Nee, die hatten einfach nur Gutscheine für Bangladesch. Nee, wie heißt ja, wie wir ja bald rausfinden werden, was ja der großartige Plan ist, dass die jetzt immer noch im Traum sind, glaube ich, ne? Und wessen Traum es ist, weiß ich zwar gerade nicht mehr, aber da werden wir gleich rausfinden, wer gerne von Krisengebieten träumt. Ja, und jetzt kommt dieser Japaner filmt jetzt den Coup heraus, also den Twist, durch den Teppich. Durch den Teppich, ja. Denn dieser Teppich hat die Wohnung jetzt richtig gemütlich gemacht. Okay, warte mal, die sind jetzt in einem Zug, oder was? Ja. In Wahrheit. Im TGV. Ja genau, hier auch gleich wieder so eine Spielerei, dass so eine Musik sich dann in den Traum einschleicht, auch sehr schön. Also Vorsicht, wenn ihr jetzt zu unserem Horstgequatsche einschlaft, dann suchen wir eure Träume heim. Bei welcher Zeit seid ihr? 12:40, 21. Ja, okay. Hopp. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir der Film länger vorkommt, als er eigentlich läuft. Ja, weil das alles so schwierige Rahmenbedingungen sind gerade. Ich muss mich super konzentrieren. Ich möchte diesen Teppich essen. Er besteht aus kleinen Engelshaaren. Oh nein, jetzt habe ich wieder 1000 Jahre in Ohrwurm von diesem Song. Oh. Ich verbinde mit dem Song irgendein Computerspiel. Okay, es wird, weil ich es nicht mehr weiß, solche Fragen werden öfter kommen, aber es wird dann später nochmal erklärt, wie die da überhaupt drauf kamen, oder? Also sowas zu machen. Wie viel war's? Wird das noch erklärt, wieso die drauf kamen, sowas zu machen? Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, warum sie ihn gerade extraction wollen. Warum sie überhaupt wissen, dass sie Traum im Traum sowas können. Diese Technik wird nicht genauer erklärt und so weiter. Ich nehme an, dass sie einfach, das sind Erfahrungswerte. Ach so, ja, also du bist einfach mal so, keine Ahnung, mal im autogenen Training unterwegs und dann merkst du, dass du noch mehr kannst. Ja, das sind halt wie so Hacker. Traumhacker. Wenn sie Hacker wären, dann hätten sie Kapuzenpullis. Schwarze. Was mich jedes Mal erstaunt, wenn ich den Film gucke, wie fit die sind, nachdem sie aufgewacht sind. Bei mir sieht das anders aus. Ja, das ist aber dann wahrscheinlich auch wieder Übung. Ja. Aber wenn es realistisch wäre, wäre der erste Satz nach dem Wecken noch 5 Minuten. Nur eine Schlummertaste drücken die ganze Zeit. Genau. Hat dieser Koffer, mit dem sie die Traumwelt abdriften, auch eine Schlummerfunktion? Das wäre eine gute Frage. Okay, wenn der Kreisel umfällt, dann ist es die Realität. Realität. Ja. Weil man sowas nicht träumen kann, dass ein Kreisel umfällt. Unrealistisch. Boah, echt, am Ende, ich glaube, uns werden alle hassen. Ich träume ständig den von Film umfallenden jetzt Kreiseln. Hast du schon mal von einem Kreisel geträumt? Ja, und der ist immer im Traum auch umgefallen. Deswegen kann ich mich mit diesem Film nicht identifizieren. Nein, ich mich auch nicht. Ich finde diesen Film absolut unreal und der entspricht absolut nicht meinem Standard. Ihr seid so scheiße. Aber er träumt auch von Kindern. Es sind seine Kinder. Ja, das weiß ich. Aber er telefoniert ja mit seinen Kindern und träumt aber von auch den Kindern, wo sie woanders sind. Hey, Boys, das ist anstrengend. Es ist jetzt schon anstrengend. Wie lange haben wir denn schon? 16 Minuten. Na dann. In 2 Stunden hast du es geschafft. Ich kann jetzt schon 4 Klopausen vorwarnen. 4? Ja, sagen wir 3. Du könntest dich einfach in einen Traum flüchten und dich dann da einschiffen. Und dann geht ja meine Wohnung unter. Das ist nicht unser Problem. Der Innenhof hier geflutet. Ja. So, jetzt haben wir diese obligatorische emotionale Szene, wo wir ein bisschen mehr über ihn erfahren. Und das muss ich sagen, ich mag Nolan Filme wirklich sehr, aber Emotionen kann er nicht. Nö. Ja, schwierig. Also ich meine jetzt auch bei Interstellar und so, ich meine der McConaughey, der heult sich ja alle Augen aus dem Kopf und so. Und ich finde das teilweise schon, geht schon. Ich glaube, da später kommt noch was ich auch ganz emotional finde. Also wenn ich später noch heul, dann tut es mir leid. Dann nur, weil deine Blase nicht anders zu behelfen wusste. Was? Weil dir der Ventilator ins Gesicht geblasen hat. Weil deine Blase ihn dazu zwingt. Ach so. Das muss aus. Egal. Wie aus den Augen bieseln. Oh Gott, oh Gott. Kommt jetzt Gewalt? Das ist ja hier. Hast du etwa was gegen Gewalt? Nee, ich finde Gewalt toll. Gewalt ist mein zweiter Name. Ich dachte Fabian. Was ist das jetzt für eine Stadt? Das ist doch vollkommen egal. Ja, aber ich würde sowas schon immer gerne wissen. Gütersloh. Genau. Gütersloh. Gütersloh. Das da hinten war der Pönniswerk. Wir haben ihren Mann und jetzt bringen wir ihn nach Hildesheim. Nein, nicht Hildesheim. Vorsicht, es wird erklärt. Es wird viel in dem Film erklärt. Wir müssen aufpassen. Das ist so auch der Punkt, wo wirklich bei jedem Nolan-Film aufhöre, also das sind so, da nehme ich mir immer meine kurzen Denkpausen bei diesen Erklärgeschichten.
Also Nolan-Filme sind ja im Prinzip ein Freudenfest für all diejenigen, die so Filme wie jetzt Wir zum Beispiel nicht mochten oder damit Probleme hatten, weil da eben wenig erklärt wird. Eben. Aber jetzt, was ich mich dann oft frage, ist, warum hat Nolan praktisch dann immer so einen Stellenwert, dass auch Kritiker irgendwie sagen, okay, der darf das. Und jeder andere, wenn er Dialogexposition betreibt, wird halt erwürgt. Warum darf er das und andere nicht? Weil die Filme so komplex sind, dass wir das erklärt bekommen müssen. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist mal irgendwie mal auch aufgefallen. Vor kurzem habe ich The Prestige wieder geguckt und ich dachte eigentlich, dass ich den wirklich sehr, sehr gern mag. Und da waren dann auch ein paar Stellen drin, wo ich mir dachte, das ist aber jetzt schlechte Machart. Du meinst Exposition? Ja, genau. Das ist halt dann immer Michael Caine irgendwie. Tut mir leid. Ja, Christopher Nolan wollte halt einfach mit dem Star von Jaws 4 zusammenarbeiten, ne? Mhm. Deswegen, weißt du, das wäre halt super, wenn der Hai dann käme und die Sachen erklären würde. Obwohl eigentlich ist es doch wirklich nur in dem Film extrem. Verkleidet. Weil was hat dann noch? Memento wird nicht viel erklärt, es läuft halt rückwärts, passt schon irgendwie. Nee, weißt du, was bei Memento halt einfach geil ist? Das ist, also gut, okay, man merkt bei Memento halt an allen Ecken und Enden, dass da noch kein Geld da war, aber und im Memento, wird viel erklärt. Der erklärt ja jeder dritten Person, was er hat. Ja, das schon, aber das ist ja sein Ding, dass er den Leuten... Der Film ist ja nur erklären. Ja, aber das passt ja zu ihm. Aber dass sie jetzt hat, aber ja, das macht bei dem Film schon auch Sinn, dass sie den dummen Leuten erklären, wie ihre komische Technik da funktioniert. Aber später wird es ja noch ganz absurd. Aber egal. Hat Nolan eigentlich mal einen Nicht-Erklärfilm gemacht? Batman Begins, oder? Ich würde sagen, dass sein erster Film Following nichts erklärt. Nicht erklärt. Übrigens, kleiner Fun-Fact, die Hauptfigur in Following heißt genauso wie die Hauptfigur in Inception, nämlich Dom Cobb. Warum das? Vielleicht, weil es so ähnlich klingt wie Dummkopf. Ich weiß es nicht. Hey, guck mal, wer das da ist. Ziemlich cool. Ja, der wie du schon sagte, der Hauptdarsteller von der Weiße Hai 4. Ja. Hochkarätig besetzt. Es gibt und unter seinem Schreibtisch hat er Strapse an. Das wird zu geil. Und jetzt wissen wir auch die Frage auf die Antwort, warum sie niemals in dem Film in die Traumwelt von Michael Caine abtrifft. Da werden da Transen von einem Hai zerflettert, oder wie? I'm just a sweet transvestor. Caine hat mir den gleichen Hai in wie er bei der Oscar-Verleihung steht und dann irgendwie ihm der Hai in Strapsen den Oscar verleiht. Und der Oscar für die beste Bademode geht an Sir Michael Caine. Apropos Michael Caine, wir sehen ihn gerade und Leonardo DiCaprio kommt zu ihm in der Universität oder so. Wir sollten ja schon mal ein bisschen sagen, wie man ist hier ein Audiokommentar zu Inception. Ne? Ach so, ja. Die Szene erinnert mich immer an die Indiana Jones. Oh ja, stimmt. Ja, aber nur wegen den Farben. Genau. Das sind genau die gleichen Farben wie bei Indiana Jones. Nee, aber nicht alles, was in der Universität mit einem Tweed-Jacket ist, ist Indiana Jones. Ja, die haben ja auch so eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ist es sein Vater? Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht zugehört. Michael Caine ist doch nicht der Vater von Leonardo DiCaprio. Die haben komplett andere Nachnamen. Höchstens der Schwiegervater oder so. Ich glaube, die stehen, es könnte auch sein, dass das stimmt, aber pff, who cares. Naja, Indiana Jones, wie hast du nochmal, Leonardo DiCaprio sagt gerade, ich muss auf eine Mission gehen und er sagt, nee. Mach doch. Du brauchst den Architekten. Genau, Vorsicht vor den Nazis. Dann nimm ja nicht den Speer als Architekten. Der hat kein gutes. Oh Mann. Und öffne ja nicht die Bundeslade. Nein. Und ich stelle ihn jetzt Shia LaBeouf zur Seite. Ja, Abenteuer. Was, das ist Shia LaBeouf als Frau? Ich glaube schon, Shia kann Frau oder Mann sein, glaube ich. Was ist das für ein Vorname? Okay, jetzt unterhalten sich Ellen Page und Leonardo DiCaprio über? Wahrscheinlich über... Okay, warte mal. Ach, Michael Caine weiß, dass
Shia LaBeouf Architekt, Leonardo DiCaprio, dass sie die Frau Architektin ist. Ja, ich glaube, er ist Architekturprofessor, oder? Nee. Er kennt aber Architekt halt, hat doch nichts mit Architektur zu tun. Oder doch? Nein, er kennt sie halt, weil sie ist ja eine seiner Schülerinnen und empfiehlt ja DiCaprio, dass er sie mal versuchen soll als Architektin. Mhm. Und dann macht er halt diesen ersten groben Test mit ihr, wo sie dieses Labyrinth zeichnen soll. Hat sie gut gemacht, hat viele Mickey Mouse und Yps-Hefte gespielt. Mhm. Wo gibt es eigentlich solche Lagerhallen? In Gütersloh, sag ich doch. So. Was hast du denn eigentlich mit deinem Gütersloh? Ich weiß nicht, das ist irgendwie der ist so präsent. Jetzt kommt ja dann die Stelle, die ich. Also danach hätte der Film für mich vorbei sein können. Wo die Orangen explodieren? Nee, ja, Gewalt sich, gegen Obst, das mag der Max besonders gerne. Wo, ja genau, den Obst hat meine Familie zerstört. Ich weiß noch, als Mutter eins mit einer Kiwi nach Hause gekommen ist und sagte, das ist nur das eine Mal. Und dann... Ach ja, Kiwi diese sind die Blicke, Hoden des Teufels. Das sind die Inception-Memes. Das sind Welche? Diese clever Erklärbär. Ich finde es schade, eigentlich sollte man da eine andere Musik drunter legen, so Sendung mit der Maus-Musik. Das ist Löwenzahn, oder? Ja, ja. Aber das wäre auch schön. Ja. Pass auf, wir brauchen dich als Architekt, um in fremde Träume anzudringen. Klingt wie komisch, wir das machen, ist aber so. Erklärt dir jetzt der Tom Hardy. Und so ist das mit den Träumen. Wir nehmen die Realität so und so wahr. Und da kannst du auch meine Stadt aufwalten. Klingt komisch, ist aber so. Das ist dann musste er sich noch so komische Mäuseohren aufsetzen in Leonardo DiCaprio und so. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Soundtrack von Stefan Raab. Es fehlt eigentlich nur noch Armin und Christoph, ne? Mhm. Okay, dieser Espresso hatte keine Crema. Das ist ein Scheißtraum. Oh, ich stelle mir gerade die paar Leute vor, die diesen Film lieben und diesen Audiokommentar bis jetzt hierhin gehört haben und so hassen. Der Horst ist ja auch der Bulli unter den Stimmen. Ja. Aber das ist halt auch schon irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, das ist ein bisschen Pornografie jetzt. Ja, Effektpornografie. Das ist echte Effektpornografie. Da weiß ich noch ganz genau, das war damals Trailer, 2008 alles für Trailer. Oder so. Da kamen dann neue Partikelsimulationen für After Effects irgendwie raus. Sorry, aber ich find's geil. Ja, natürlich ist es irgendwie geil. Du musst das ja auch, das muss man ja dann sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen sinnvoller und sinnloser Effektpornografie. Ja, eben, wenn sie später noch die Häuser aufstellen. Das ist ganz ehrlich, da kriege ich heute noch, also das ist so die, wenn ich mit Inception irgendwas verbinde, dann ist das so diese sich auffaltenden Häuser. Ich finde die Idee halt einfach super. Ja, genau, und dann muss es dieser komische Dr. Strange-Fuzzi kaputt machen. Den habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Aber das ist jetzt Paris, geile oder? Geile Effektkünstler, verwöhn dich live allein. Ruf an und du kriegst den geilsten Effektporno von Christopher Nolan. Ist so schön, wie der Radlfahrer jetzt gerade da im Hintergrund geschaut hat. Was? Das ist doch der DiCaprio. Aber warum sind die in Paris? Das hat auch keinen Grund, oder? Weil Paris sich gut falten lässt? Weil jeder doch gerne von Paris träumt. Ach so. Ja, Max sagt sich, nee, ich wäre gerne in Schwaben-Schwabach. In Schwaben-Schwabach. Ich und der Dieter. Wir hatten doch damals im Kino, der Trailer allein schon, wo man die Szene gesehen hat, dachte man, oh mein Gott, da muss ich rein. Die Idee, ich finde die heute immer nur super. Und ich suche immer noch nach den Fehlern, weißt du, wenn du ja solche Sachen irgendwie dann
3D-Modelle irgendwie zusammenfaltest, gibt es ja irgendwo wahrscheinlich irgendwelche Artefakte, die entstehen müssen. Der Schattenwurf ist völlig unrealistisch, weil wenn es sich das da drauf klappt, die Sonne. Ja, aber vielleicht kommt, wir wissen ja nicht, ob sich von unten nicht auch was abklappt, was halt einfach nicht gezeigt werden kann. Selbst wenn da Fehler drin sind, kann man es ja ganz einfach damit erklären, es ist halt nur ein Traum. Ja. Halt dann mal. Nein, das ist jetzt auch unrealistisch, eine Wand hochgehen und dann so Dinge wie das fünfte Element und so. Und warum schauen die alle so? Das Unterbewusstsein wehrt sich gegen die Eindringliche. Außerdem ja, ist Paris das, und die sind alle aggro auf Leute, die Englisch sprechen. Das Unterbewusstsein besteht bloß aus Franzosen, oder wie? Oh, verstehst du es nicht? Die sind in Paris und die reden Englisch miteinander, deswegen schauen alle so blöd. Ach so, das ist verständlich, das ist wie im wahren Leben. Das sind jetzt somit die schönsten 10 Minuten, finde ich, in dem Film. Man kann auch Blatt Papier, wenn du so grantige Leute auf der Straße triffst, magst du. Ja, genau, ich mag dich. Die Leute Frage, man kann doch ein Blatt Papier nur irgendwie 6, 7 oder 8 Mal falten. Ja. Gilt das für Städte auch? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich werde es heute Nacht mal machen. Und stell mir mal auf den Marienplatz und fange an, die Frauenkirche zu falten. Ich glaube, du musst einfach den Punkt finden, an dem so eine Stadt am besten faltbar ist. Und da würde ich sagen, das wäre an einem Fluss, weil da hast du ja eh schon so einen natürlichen Graben praktisch. Das ist wie so eine Stelle, kennst du bei Büchern, wenn du so ein Hardcover hast, wo praktisch der Buchrücken mit der Buchklappe übergeht, da ist doch dann immer so ein kleiner Graben. Ja, verstehe. Also klappen wir Giesing auf Sendling. Boah, das wäre super cool, wenn man Städte klappen könnte, dann wäre ich praktisch innerhalb von einer Minute in Leim. Jetzt ist die andere Frage, was will ich in Leim? Du hast doch Event Horizon gesehen. Ja. Genau, weil der kürzeste Weg ist nicht eine gerade Linie, sondern falten und den Stift durchstecken. Oh Mann, das klingt so falsch. Die sollten einfach mal dieses U-Bahn-System revolutionieren. Ja, eben. Einfach die Stadt falten und die U-Bahn durchstecken. Einfach in jede U-Bahn so einen komischen Todes-Teufels-Reaktor. Könnte man halt so gut vorstellen, dass Elon Musk diese Idee schon seit 3 Jahren in der Schublade hat. Die faltbare Stadt. Den Event Horizon-Reaktor in jede U-Bahn reinzubauen. Geil. Okay. Also jetzt sind wir wieder wach. Das war aufregend, ja. Ich verstehe halt nur nicht, warum Marion Cotillard bei Christopher Nolan immer irgendwelche Leute abstechen muss. Jeder braucht ein Hobby. Oder beziehungsweise bei Batman, was macht sie da? Batman. Leute abstechen. Ja. Auch, oder? Ja. Ja. Steht wahrscheinlich nicht im Vertrag. Was ist euer Totem? Mein Penis. Der dreht sich einmal um 360 Grad. Ich habe mir jetzt jede Anschlussfrage verkniffen, danke. Gott, ich weiß nicht, was muss ein Totem für Eigenschaften haben oder wird das jetzt erklärt? Naja, der braucht halt reale Eigenschaften, die im Traum irgendwie unrealistisch werden. Also ein Kreisel, der umfällt oder was? Weil der Traum immer für sich weiterdreht. Ja, ja. Ich bleib dabei, ich nehme meinen Schwengel. Mein Totem wäre eine Flasche Spezi. Okay, warum? Weil im Traum wäre die nie leer. Ah, sehr gut. Mal doof gefragt, Spezi ist einfach Cola-Limonade, ne? Genau. Alter Schwede. Aber du hast halt bei uns in München eigentlich ist es schon fast ein religiöser Diskurs. Welches Spezi ist das wahre Spezi? Das ist die wichtigste Frage, die man bei Inception Cast klären sollte. Erstens, heißt es das Spezi oder der Spezi? Ja, ich kenne Leute, die sagen sogar die Spezi. Na, das geht nicht. Wer sagt das? Sagt das mal den Leuten. Oh, da ist Tom Hardy. Der hat einen ganz kleinen Pimmel. Was wir in Bronson gesehen haben, gell? Hey, heute echt ohne Witz lauter Darsteller, die uns jetzt dann im neuen Horst begleiten. Ja, übrigens der erste Horst mit Gast. Oh ja.
Boah, ich hasse es, wie Tom Hardy da sitzt. Das regt mich jedes Mal auf. Naja, aber da hat der Kameramann gesagt, so, Kopf jetzt noch ein bisschen weiter rüber, weiter rüber, weiter rüber. Nicht ganz so weit. Aber Tom Hardy kannte man damals noch nicht so wirklich, oder? Nee. Nicht so. Ich glaube, den hat er dann erst mit Bane so ein bisschen eins draufgelegt. Ist eigentlich so ein guter Darsteller. Ja. Ist auch sehr wandelbar. Ja. Hm. Und der ist sehr klein, oder? Also er kam mir immer sehr klein vor, sagen wir es mal so. Als du ihn bei den Dreharbeiten kennengelernt hast? Ja, genau. Weil ich war der, der da im Hintergrund sitzt, hinter Tom Hardy. Der, der in die Weite blickt. Ja, der ist so breit wie hoch, habe ich gehört. Mhm. Der Hardy-Würfel. Ich habe heute eine Doku über Speedcuber gesehen. Ja, das Speedcuber. Ja, die werde ich mir vielleicht echt auch noch anschauen. Was, worüber redet ihr? Ich habe keine Ahnung. Über den Rubik's Cube. Also sowas wie Inception praktisch. Du drehst das dreimal und dann wachst du auf. Ach, Speedcuber sind Leute, die Rubik's Cubes auf Speed genau, lösen. Genau. Also die haben ganz viel Speed-Intus. Bekommt dieser Audiokommentar eine Triggerwarnung? Eine Triggerwarnung? Mhm. Wir machen doch jetzt beim Pitelschnappisch Triggerwarnung, oder? Ja, aber ist jetzt eher für, keine Ahnung, Verblödung oder Während was? Die da rennen, können wir kurz noch diese Frage abschließend erörtern. Also ohne Scheiß, Paulaner Spezi, da geht nichts rüber, oder? Also ich hatte jetzt eine ganze Kiste Paulaner Spezi daheim und heute habe ich mir eine Kiste Flötzinger Spezi kommen lassen. Ah ja, es gibt so ein paar Underdogs, die sind auch nicht schlecht, das hast du recht, das stimmt. Und aber eigentlich ist ja die Frage, ist es Paulaner Spezi oder das Spezi-Spezi? Und das Spezi-Spezi ist ja das, was man, ich vermute mal, außer münchnerisch als das Spezi bezeichnen würde, oder? Ich habe das gestern erst getestet. Ich habe hier nämlich eine 0,3er Spezi-Spezi-Flasche, also die ist leer, die habe ich gestern getrunken. Aber ich habe hier auch eine 0,5er Spezi-Paulaner stehen und das ist schon besser. Oettinger Spezi ist auch nicht Spezi so auch, liebe. Und spätestens hier haben wir die Aufgabe des Audiokommentars komplett in den Sand gesetzt. Ja, noch ein Tipp, Oettinger ist ja ganz übel verrufen, aber das Helle schmeckt nicht vom Oettinger, das helle Weißbier auch nicht und das Limo auch nicht, aber alles bei Oettinger, alles was dunkel ist, ist gut. Das Dunkel ist gut, das dunkle Weißbier ist gut und das Spezi ist gut. Das Helle ist nicht gut, das Export ist nicht gut und das Weißbier ist nicht gut. Egal. Ja, aber dann müssen die ja gutes Malz einkaufen eigentlich. Ja, machen sie. Okay, warum quetscht er sich jetzt da zwischen zwei? Ach so, das ist jetzt, ist es jetzt Realität oder Wahrheit? Wo befinden wir uns jetzt gerade? Michael Bay. Aktuell befinden wir uns in der Realität. So, ich habe gerade so James Bond-Vibes. Ja. Hat Christopher Nolan eigentlich mal ein Angebot für einen Bond bekommen? Ja. Ja. Und hat er dankend abgelehnt? Ja. Und Tom Hardy auch? Als Darsteller. Ja. Nee, als Miss Moneypenny. Mhm. Das wäre so toll. Mit so einem Strohhut und so einer Brillenbrille. Ja, und Joseph Gordon-Levitt als Q. Passt auch. Ja. Und Ellen Page als Moneypenny. So. Ach ja. Das ist die Stelle übrigens, die ich am wenigsten mag in dem Film. Das ist alles so, das ist ein bisschen klugscheißerig alles. Ja, ja, das ist alles vor allem die beiden, die sind so wirklich, weißt du, Ellen Page und Gordon Levitt. Ich finde, die haben keine gute, die sind miteinander, weißt du, keine Ahnung, die bilden für mich so ein schwarzes Loch irgendwie. Die haben so tote Augen beide. Wie Haie. Ja, genau. Die zwei Hai-Menschen.
Ich muss mir unbedingt mal wieder, obwohl Ellen Page, mit der kam ich nie so richtig, also mit der wurde ich nicht so warm, aber ich mochte sie jetzt wieder ganz gerne in dieser Umbrella Academy und ich muss mir unbedingt wieder Super anschauen, weil da ist sie auch so ein bisschen, das ist halt so eine Ausbrecherrolle schon fast, weil sonst ist die immer so ein bisschen gleich, finde ich. Naja, ich mochte sie in Hard Candy, aber... Ach, stimmt. Ja, krass, ja, den habe ich auch schon lange nicht gesehen. Aber das stimmt. Die ist schon gut. Das ist eine gute. Ja, die ist gut, aber die ist halt leider unter ihren Möglichkeiten irgendwie. Und dann hat sie halt so scheiße wie die Flatliner, das Flatliners Remake gemacht. Und na gut, okay, da bist du halt dann erstmal weg vom Witze. Also, da ist eine Katze. Wo ist eine Katze? Da hinten links ist eine Katze. Ah. Mietz. Das ist jetzt auch wieder Indiana Jones. Ja, ja. Kann es sein, dass der gesamte Nahe Osten aussieht wie ein Indiana Jones Film? Ist auch schön, wenn sie sowas jetzt extra im Studio, also diesen Raum hier im Studio nachbauen mussten? Oder glaubt ihr, das sind real existierende, was ist das jetzt, eine Apotheke? Oh, ich glaube, es ist alles Studio. Was da für Kosten drin stecken? Wie viel glaubt ihr, kostet es, so einen Raum herzurichten? Da bist du, glaube ich, mit den Personalkosten, BP, bestimmt ein paar 10.000, wenn nicht sogar mehr, los. Was ist das Budget von dem Film? War das Chris? Der müsste so 150 gewesen sein. Dave Chappelle lag doch gerade drum. Echt? Dave Chappelle. 160 Millionen hat er gekostet. Gut, rechnen wir mal die Hälfte an Gage weg. Na, obwohl, außer DiCaprio. Ja, und sie haben ganz Paris irgendwie auf den Kopf gestellt. Das ist auch teuer. Ja, ich meine, das musst du ja erstmal wieder zurückfalten, ja. Okay. Die Buchhandlung ihres Vertrauens. Ist aber so, von der Farbe her ist er eigentlich recht schön, finde ich. Ich hatte den nicht so erdfarben in Erinnerung. Nolans wärmster Film. Blau ist aber auch eine warme Farbe. Habe ich letztens gelernt. Wo immer dieses Hin- und Her-Geschneide, das macht mir echt ein bisschen kirre, muss ich sagen. Das ist so eine Sache, die ist mir über die Jahre, immer geht mir immer mehr auf den Sack, wenn Leute praktisch in ihre Erinnerung zurückschneiden. Weißt du, wie ich meine? Wenn in die Erinnerung geschnitten wird. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, wahrscheinlich. Stu hat sich ausgeklinkt. Ja, Stu hat das Problem, dass seine Blu-ray-Fassung immer ein bisschen hinterherhinkt. Ja, deswegen spreche ich ja auch nicht über den Film. Ja, warte mal, sind wir denn jetzt hier eigentlich über? Wir können nicht mehr konkurrieren. Bald kontrollieren sie die Energieversorgung der halben Welt. Sie werden praktisch zu einer neuen Supermacht aufsteigen. Ich glaub dir denn eigentlich, dass Tenet genauso was wird? Also mit Energieversorgung und also, weißt du, dass halt irgendwelche Konzerne die Welt dann... Also der Tenet-Trailer sieht so krass nach Inception 2 aus, dass ich nicht, obwohl ich Inception nicht mag, sondern Donald eigentlich Trump. Gerne mag. Aber trotzdem, ich glaube, es sollte auch der letzte Film von Christopher Nolan sein, der in die Richtung geht und danach sollte er mal eine Romantic Comedy drehen. Ja, genau. Babsi und Boris. Die Geschichte von Barbara und Boris Becker. Gedreht von Christopher Nolan. Da geht es auch um Zeit, oder? Ja.
Und zwar 5 Sekunden in der Besenkammer, 5 Minuten auf dem Tennisplatz. Und oh Mann. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollt ihr einwerfen. Wir wollten uns synchronisieren. Nee, das, also ich das, bin bei 44,20. Ich ja, bin wir auch sind, bei 44,20. Das Problem ist aber, ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr HD oder SD? HD. Ich hab HD. Okay, weil also ich Tom weiß nicht, HD. Haha, weil ich habe ja hier die Blu-ray laufen und ich bin auf derselben Zeit wie ihr, aber wahrscheinlich mit dieser PAL und wie es alle heißt, ist das, bin ich einfach deswegen ein paar Sekunden immer hinter euch. Mhm. Wie im richtigen Leben. So. Ja, genau. Spezi habe ich auch nicht. Pete Postlethwaite. Wie heißt der Schauspieler eigentlich? Pete Postlethwaite. Ach so, hast du gerade gesagt. Ich habe... Ja. Ich, du hast mich einfach nur gerade irgendwie einen Schlaganfall gehabt. Das war, so ist er damals genannt worden. Seine Eltern hat sein Vater einen Schlaganfall gehabt. Während der gefragt wurde, wie soll der Sohn denn heißen? Pete Postlethwaite. Wir wollten ihn eigentlich Shiner nennen, aber da war es zu spät. Oder Joshua. Das war ein Insider jetzt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Grüße, Eva, Resi, Steppo. Was würden die das hören? Okay, jetzt mal dumme Frage, weil ich von dem Film hier absolut kaum was mitbekomme. Tom Hardy, was ist dessen Funktion hier in diesem Team? Ist sowas er ist der Ingenieur, Ausputzer. Oder? Ja. Aufpasser. Nein, der ist doch der Typ, der gut Leute imitieren kann auch. Also so wie Didi Haller von. Genau, so wie... Auch mehr Details. Idealer für den Inception. Palle, palle, ich bin in deinem Traum. Ja, es gibt eine zweite Inception-Fassung, da spielen Didi Hallervorden und Louis Define und Heinz Erhard mit. Mit Musik von Lou Bega. Genau. Uha. Okay, sie hat sich jetzt als Totem einen goldenen Läufer geschnitzt. Komm, jetzt, das solche Scheiße schneide ich raus. Ach, du schneidest den Cast, das freut mich. Ja, ich muss hier nicht viel schneiden, haha, vorn und hinten. Weil alles, was du in der Mitte rausnimmst, ist ja weg. Das wäre super, wenn wir jetzt diesen Audio, das wäre eine Idee für einen Film, wenn wir diesen Audiocast schneiden, Audiokommentar schneiden, und dadurch würden wir die Schnittfassung des Films beeinflussen, so wie bei Yesterday von Danny Boyle. Und keiner kennt mehr die wahre Fassung von Inception, sondern nur unsere. Können wir eigentlich mal so einen Film nachsynchronisieren, dass sich die Leute den Film ohne Ton anschauen und wir einfach die Leute synchronisieren? Das fände ich auch schön. Ja, das finde ich auch toll. Ich würd da echt gern mitmachen. Ha, wir brauchen mehr Spezi. Herr Krutzi, fix nochmal. Oder Spezi, egal. Das Ding bei so Nachsynchronisieren ist, es gibt ja immer wieder so Wellen, in denen irgendwie auf Instagram oder jetzt bei TikTok so dieses Dubbing total gehypt wird. Und ich finde es ja selten lustig. Ich mag es ehrlich gesagt nur gern, wenn die Leute auch diese Lippensynchronität wirklich beherrschen, und ich glaube, ja, du musst sowas live, echt gut machen, sondern wir machen das, wir produzieren das jetzt über Jahre hinweg, das ist total professionell. So. Weil wenn der jetzt sagt, wir müssen einen Weg finden, wo wir hin, dann musst du ja irgendwie sagen, ja, Kruzifix, weiß nicht, du musst halt diese keine Ahnung. Das ist auch meine Lieblingsszene, eine meiner Lieblingsszenen. Was? Im Raum einfach rumstehen und schlau sind alle. Ach so, ja, stimmt, genau. Lief Jecken und Jecke, da sind zwei, die sind jetzt auch richtig schlau. Ein Kölner und zwei Münchner. Genau. The Inception. Ja. Na, wie machen wir das jetzt? Ja, mit der Karnevalszug. Was machen wir denn für einen Wagen? Ja, ich hätte mal eine Pappmärkte vorgestellt. Los, nein. Das Strüss hier ist doch nicht fertig. Wenn du da im Traum bist, kommst du nicht mehr Russ.
könnte mir auch eine große Coronavirus vorstellen, der dann über den Kö rüberrollt. Ich weiß nicht, Kö ist in Düsseldorf. Ich möchte alle Leute grüßen, die immer noch dran sind und dieses Trauerspiel hier anhören. Ihr habt das ist wirklich, das ist die Szene, an die denke ich immer, wenn ich an Inception denke. Das ist so die Klugscheißer-Montage irgendwie. Ja, aber ich glaube, Klugscheißer-Montage, wo sie dann gleichzeitig aber auch das Cover geknipst haben. Also die hat schon den. Ja, okay, stimmt. Ach Gott. Und immer dieses, warum werden eigentlich Leute, wenn man sie aufwecken will, immer ins Gesicht geschlagen? Das war wahrscheinlich die Lieblingsszene von diesem namenlosen Nebendarsteller. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber so, jetzt schlagt Joseph Gordon-Levitt in die Fresse. Ja, so, oh ja, die drehe ich gern 74 Mal. Na, überlegen. Was ist los? Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, wie dieser eine Typ, der die Leute aufweckt, ihn nicht ins Gesicht schlägt, sondern Herzen-Faustschlag in die Hoden verteilt. Schnell weg, wir müssen hier weg. Geht nicht. Oh Mann. Aber der kommt mir schon irgendwie bekannt vor, dieser Hauptdarsteller, dieser Nebendarsteller, dieser Unbekannte. Wen meinst der du? Der Unbekannte kommt mir bekannt vor. Der Ding halt, der. Was, meinst du den Sohn, jetzt, den sie Inception wollen? Na, ich meine, ich kenne von jedem Schauspieler hier den Namen, bis auf den, der aussieht wie Adel Tawil von Zwei Raum so, das oder ist, wie das heißt. Ja, ja. Ich und ich. Der war auch in Avatar mit drin. Mhm. Und in Drag Me to Hell. Und das war lange Zeit so dieser, wir brauchen einen indisch aussehenden Darsteller. Und dann wurde der engagiert. Und der heißt Dilip Rao. Mhm. Wieder was gelernt. Okay, ja. Knie. Das ist alles total clever und wenn man es das erste Mal sieht, ist es alles schön, aber gerade finde ich es irgendwie. Ja, ich finde es, mir ist nicht bewusst, wie viel das da tatsächlich über Dialogexposition erklärt wird. Ich glaube, dass dieses Planen, das ist schon sehr mühsam alles. Es ist aber auch schwierig, so ein Inception ist nicht einfach. Für ein intelligentes Publikum könntest du sowas auch weglassen, behaupte ich jetzt mal. Also ich will jetzt nicht andere Leute beleidigen damit, aber ich glaube, sowas könnte man schon wagen. Ich glaube, dass mehr Leute als gedacht dann trotzdem was damit anfangen könnten. Weil ich meine, du stellst dir ja diese Zusammenhänge irgendwo auch selbst dann her. Ja, man kann das ja auch über Show, Don't Tell machen und so. Also, dass du halt alles davor kauen musst, das finde ich schon auch ein bisschen übertrieben. Hm. Solche Momente, das ist wieder ein guter Moment. Jetzt kriegst du wieder Backstory und persönliche und emotionale Geschichte und so. Aber jetzt 14 Stunden erklären, wann wird er operiert? Wir müssen so und so viel Zeit und das vergeht langsamer im Traum. Das ist ja auch völlig egal. Eigentlich ist das ja wirklich, ich meine, interessant. Es ist schon nett, dass es erklärt, weil das ist ja ein schönes Konzept, dieses ganze Ding. Und dann wird das alles erklärt und das nimmt dann dem Zuschauer das, was wir in unserer Arthouse-Runde ja immer so schön in unserem Cast besprechen, das nimmt das alles raus. Dann wird alles gesagt. Da können wir uns jetzt gar nicht schlaumeiermäßig drüber unterhalten, so, aha, das macht Sinn, dass im Traum die Zeit langsamer vergeht. Aber das sagen die halt alle in dem Film schon. Das ist ein bisschen schade. Bleibt für uns nicht viel schlaumeiermäßig. Nee. Aber bei welchem Film hat jetzt dann Michelle Williams die Frau von Johnny Depp gespielt? Wie kommt das auf? Von Ding. Leonardo DiCaprio. Vielleicht Shutter Island, ich weiß es nicht. Könnte sein, Shutter Island. Kann sein, ich habe den Film 1000 Jahre nicht gesehen. Da können wir auch gerne mal einen Audiokommentar machen, weil den muss ich mal wieder sehen. Und da bin ich auch gespannt. Shutter Island. Ich mochte den nicht. Gut geraten, weil wie gesagt, ich habe den Film 1000 Jahre nicht gesehen, weil ich mochte ihn nicht und alle lieben den so und den will ich auch nochmal mit euch besprechen. Shutter Island kam damals auch in einer Phase meines Lebens raus, in denen ich solche Filme immer erraten habe. Ich fand auch den Twist, der hat
Also der ganze Film ist für mich zusammengebrochen, weil ich diesen Twist halt schon tausend Meilen weit gerochen habe. Den Twist habe ich auch schon gerochen, aber darum geht es ja in Shutter Island. Ja, ja klar. Ich fand mehr fast schon einen Film über das Filmmachen selbst. Guck dir nochmal an, weil der ist gerade dann, wenn man den Twist weiß und auf so ein paar Details achtet, ist ja, der sehr eben. Clever. Ja, ich hatte da aber viele Probleme. Aber wie gesagt, reden wir nicht über Shutter Island, sondern über Inception. Leider. Ja. Okay, wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach unten. Und in B wohnt das Böse. Oder der Benjamin, je nachdem. Genau. Ich habe mich immer gefragt, warum steht denn da B und nicht K für Keller? Haha. Oder minus 1 wird ja oft auch gern. Das ist so ein Trend, gell? Ich habe, jetzt fällt es mir nicht ein, was, aber es gibt doch jetzt bei vielen Synchronfassungen, dass sie sogar so Typografie im Film auch austauschen, gell? Mhm. Also wahrscheinlich ist es relativ aufwendig mit CGI teilweise Beschriftungen im Film auch auf Deutsch übersetzen. Das finde ich krass einfach irgendwie. Aber egal, anderes Thema. Du, wir haben schon über Spezi geredet, also da ist es. Wer ist jetzt eher eigentlich der Holzlose? Das ist der Flugticket-Mann. Ja, aber was macht der? Flugtickets verteilen. Ja, warum? Hier ist noch nie jemand bei mir. Ach doch, da steht ja einer in der Wohnung, der verteilt Flugtickets. Das ist so eine Maßnahme während der Corona-Zeit, um die Tourismus anzukurbeln. Du fliegst jetzt dahin. Ich bin da. Wo möchtest du heute hin, Finger Fabnitzki? Einmal aufs Klo, bitte. Kommt sofort. Ach, apropos, bald kommt die Szene, wo ich weinen muss. Welche denn? Ja, ich muss langsam wirklich dringend aufs Klo sehen. Also ich war gerade eben. Da musst du weinen, weil die Einrichtung so hässlich ist. Nein. Der Andi sagt gerne mehr. Hm. Andi ist Ästhet pur, durch und durch. Ich habe mir heute einen Strandkorb gekauft übrigens. Weißt du, hast dir doch einen Strandkorb gebaut. Nee, ich habe mir einen gekauft, der passt aber nicht auf meinen Balkon, deswegen habe ich mir noch parallel einen gebaut, der auf meinen Balkon passt. Hey, ohne Witz, die ist halt auch, seit sie bei Nolan mit dabei ist, ist die so richtig so eine ganz giftige kleine Wurzel geworden. Ja, die Kotte, ja, die ist so, jetzt jede Emotion, ich bin überhaupt nicht mehr begehrenswert, ich bin nur noch ein kalter Hauch meines Schattens. Auch in Anchorman 2 war sie doch toll. Ja, gut, aber da war, was war sie für ein Kanal? History? Nee. Kanadisches Fernsehen. Kanadisches Fernsehen. Ich sehe hier gerade wunderbare, sexy Waden. Was? Du siehst sexy Waden? Ja, ein Teilnehmer dieses Audiokommentars hat im Chat ein sehr privates, persönliches Foto geschickt. Ich traue mich nicht, irgendwo hinzuklicken, nicht, dass ich meine Aufnahme abbreche. Ach, ich habe ja ein Handy, da kann ich ja auch noch schauen. So, sexy Waden von Andy Apokalypti. Ja. Oh Mann, hey, das ist halt echt. Das ist deine Bewerbung jetzt für Tarantino und Nolan, oder? Genau. Die Geschichte von dem Mann, der anstatt einem Rüssel ein Bein hatte. Töre. Leute, ich glaube, ihr müsst mir erklären, was in den nächsten 2 Minuten passiert. Weil du jetzt... Die haben gerade bei mir im Untertitel Dienstag mit Doppel-T geschrieben. Amateure. Aber vielleicht meinen sie ja wirklich den Diensttag. Nee. Aber ganz ehrlich, Amazon und Netflix, die haben gerade in ihren Untertiteln oft mal so Typografiefehler, ne? Ja, das Ding ist, ich habe ja durch Julia ein bisschen jetzt auch in die Übersetzerkunst, weil sie vom Beruf Übersetzerin ist,
mit reinhören können und also streckenweise ist das jetzt nicht unbedingt so, dass da die, ich meine, es wird da schon auch viel mal hingerotzt aus Zeitgründen, weil ja viel übersetzt werden muss. Und ich bin mir dann nicht mal sicher, ob da nicht ganz viel von Maschinen halt vor übersetzt wird. Das ist durchaus möglich, ja. Oh Mann. Das ist jetzt auch so ein Schauspieler, den würde ich gern mal, also wie heißt das, Cillian Murphy? Ja. Den würde man mal in so einer Rolle wünschen. Den würde ich, ja, den würde ich definitiv, den würde ich auf zwei Spezi einladen. Den würde ich sogar auf einen Karabalz einladen. Aber den würde ich gern mal sehen in so einer Rolle, die theoretisch auch eine Oscar-Nominierung nach sich ziehen könnte, weißt du? Mhm. Ich sehe den immer sehr gern. Ich finde, er spielt auch immer sehr, wie sagt man? Authentisch? Ja. Der ist ja nie den drüber. Cillian? Ja. Was ist eigentlich das deutsche Pendant zu Cillian? Kilian. Haben wir das auch geklärt? Entschuldigung. Macht nichts. Bedeutet ja nur, dass du wieder da bist. Habt ihr eigentlich Peaky Blinders schon mal geguckt? Ja. Mal reingeschaut, ja. Ja, finde ich sehr gut. Sehr empfehlenswert. Ich verwechsel es aber immer mit Boardwalk Empire und da gibt es so ein paar Mafia-Serien, die bringe ich alle durcheinander, weil ich in mir nur so ein paar Folgen geschaut habe. Ja, ich bin bei Peaky Blinders, also ich habe halt die erste Folge irgendwie geguckt und die wirkte ein bisschen, wie sagt man halt, mal recht konfus geschnitten und also nicht ganz so hochwertig wie jetzt HBO-Serien sind. Hm. Und würde mal interessieren, ob die mit der Zeit halt mehr Kohle bekommen haben, weil die Serie ja doch jetzt durchwegs. Ich bin ja nicht so der Seriengucker. Apropos Serien, was haltet ihr davon? Inception, die Serie. Wenn man dieses, weil das Konzept ist ja doch einigermaßen originell und wenn man das so ein bisschen abgefahren, vielleicht auch so Rick and Morty-mäßig mit Träumen, das fände ich ganz lustig eigentlich. So eine Animationsserie, so eine R-rated Animationsserie mit dem Inception-Konzept. Das fände ich geil. Eventuell. Ja, aber ich weiß nicht, was wäre das Spannende? Das wäre ja dann eigentlich wie damals bei Dr. Snuggles, dass sie halt immer wieder in eine neue Welt eintauchen. Genau, dass du halt einfach so absurde Träume die ganze Zeit hast, in denen sie irgendwelche Missionen erfüllen müssen. Aber wie gesagt, ich denke da gerade an Rick and Morty so ungefähr mit den Dimensionen. Das wäre eigentlich genau das Gleiche, was ich mir gerade vorstelle, nur halt mit Träumen statt Dimensionen. Aber wäre ganz witzig, glaube ich. Mhm. Ich pitch das mal an den ja, Christopher. Kennst du da Leute, die... Ja, den Christopher. Huppertz. Genau. Weil das muss man schon sagen, abgesehen davon, dass die Stadt sich faltet, passieren da wenig fantasievolle Sachen in den Träumen. Ja. Hm. Also mein Traum gestern war ein bisschen aufregender. Aber wir tun FSK 18. Ja, aber kann ich man frag mich immer, wie, also diese, das ist ja jetzt eine richtige Gabe, die haben, dass die mehr oder weniger in einem Traum halt mehrere, warum ist da ein Zug? Ja genau, und das Einzige, das ein Absurde, was ihnen einfällt, ist, dass ein Zug durch die Stadt fährt. Uhu, crazy. Da sollte eigentlich so eine pinke Zeichentrick-Elefantenherde durchlaufen. Also das ist für mich auch einer der größten Kritikpunkte an dem Film, dass er durchaus schöne Ideen hat, aber er ist dabei nicht kreativ. Gar nicht. Naja, vielleicht, ja, also war der Zug vielleicht irgendwie so ein Überbleibsel vom Batman-Dreh. Da gibt es doch diese eine Szene, was denn den Lastwagen den Salto macht. Aber warte mal, wie war das? Erst Batman Begins, dann Inception, dann Dark Knight oder erst Nein, Dark Knight, erst dann Inception? Batman Begins, ah, okay, dann okay, Prestige, okay. Dann Dark Knight, dann Inception, dann Dark Knight. Ah, okay, danke. Ja, ein bisschen Kreativität wäre da schon nicht verkehrt gewesen.
Man merkt halt, ja, dass... Ja, ohne Scheiß, der hätte sich mal mit Guillermo del Toro zusammentun sollen für den Film. Das wäre hammergeil gewesen. Oh Mann, ja. Weil der man merkt halt, dass so Christopher Nolan doch lieber beige trägt. Was macht der? Lieber beige tragen. Also ich verstehe dich nicht, es wird gerade zu viel geschossen, ich muss mir leiser machen. Was, der ist ein Beige-Schauspieler, was sagst du? Er trägt gern beige. Ich habe beige. Ach so. Ja, aber eben, also Guillermo del Toro sollte sich öfter mal mit Christopher Nolan treffen, weil die würden sich, glaube ich, gut ergänzen. Ja. Weil Christopher Nolan ist schon sehr clean und sehr, sehr, wie sagt man, kalt. Und, er macht pragmatische Filme, glaube ich. Genau. Das alles. Pragmatisch ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ja, vielleicht, ich weiß, was du meinst. Aber es ist alles sehr Beton und Glas und wenig Moos. Also ganz halt, ehrlich. Er ist halt so ein Buchhalterregisseur. Weißt du, so Inception, sowas wie das jetzt, das wird bei mir wahrscheinlich in einem Traum von mir eher im Wald spielen oder so. Ja. Genau. Oder im, dann musst im du Wasser. Einen Burton oder einen Guillermo del Toro daneben stellen, der sagt so, hey, Alter, so schaut kein Traum aus. Da hast du keine Betonwand und keine leere Lagerhalle, sondern da hast du einen Wald voller Pilzen. Da würden jetzt lauter kleine Eichhörnchen würden da jetzt rumhüpfen. Genau. Das wäre schön, wenn man im Hintergrund die ganze Zeit so Zeichentrick eigentlich Eichhörnchen Gott. Das wäre super Inception mit Who Framed Roger Rabbit zusammen. Oh, mir ist jetzt alles eingeschlafen, was Füße hat. Also meine Beine. Deine Katze. Nee, die kommt gerade. Meine Katze will jetzt auf meinen Schoß und deswegen muss ich mich leicht umdisponieren. So, jetzt sind wir, glaube ich, bei der Hälfte, oder? Nein, nicht ganz. Alter, ja, was? Nahezu. Na egal. Aber ja, wir sind grob bei der Hälfte. Weil, wie gesagt, du meintest, dass wir den Abspann wegziehen können. Ja, also wenn der Abspann... Bei so einem Film dauert der Abstand 20 Minuten. Da machen ja doch ein paar Leute mit. Ein, zwei, ja. Okay, warte mal, wir befinden uns jetzt in der... Lagerhalle Nummer 5. Nee, also. Ist das jetzt ein Traum gerade? Ja. Ja, ja. Okay. Ich glaube, der Film spielt jetzt, wo, immer wenn du Leo siehst, im Traum, oder? Ab jetzt, ne? Da ist gerade ein Zug durch die Stadt gefahren, das muss ein Traum sein. Oder San Francisco. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Da sind wir ja wieder bei dem, wäre jetzt das kein Zug gewesen, sondern... Keine Ahnung, der Marshmallow-Mann oder irgendwie sowas, ja, oder ein Lama aus Keksen, dann... Dann wäre das ein bisschen deutlicher, genau. Herr Nolan. Oder ich meine, in einem Traum wird jetzt Tom Hardy bei mir auch irgendwie andere Kleidung tragen. Vielleicht so einen lustigen Hut oder so. Warum tragen die keine lustigen Hüte im Traum? Aber echt, hä? Christopher Nolan tut mir echt leid. Weil der echte, was war denn der für ein Kind? Der wollte wahrscheinlich FDP-Politiker werden. Und dann. Irgendwie verbinde ich Christopher Nolan irgendwie ein bisschen mit Philipp Amthor. Ich weiß noch nicht warum. Ja. Alter. Doch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist schon ganz schön fies. Ja, oder eher so, doch, Christopher Nolan ist irgendwie echt der Angela Merkel in Hollywood. Oh, wir werden so viele böse Briefe bekommen. Vor allem intern beim Telegram. Ja, die müssen erst mal eine Stunde und 14 durchkämpfen. Das macht keine Sau. Ganz ehrlich, ich hätte nach 10 Minuten schon ausgemacht. Können wir ja jetzt eine Preisfrage stellen. Genau. Wer diese Frage beantwortet, kriegt 10 Euro. Genau, die kriegt er auch wirklich. Wir kaufen echte 10 jetzt, Euro. Wir kaufen die Kommentare. So. Okay. Hast du eine parat? Ich nicht. Ja, warte mal, ich versuche gerade hier irgendwie irgendeine Frage zu Angela Merkel.
Also Christopher Nolan. Wie hieß der Film, in dem Robin Williams und Al Pacino mit Christopher Nolan zusammenarbeiteten? Ach bitte, das ist doch easy peasy. Ja, natürlich, aber du musst es ja erstmal hören, diese Frage. Außerdem ist es einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Was, Angela Merkel, Robin Williams und Christopher Nolan? Ja, genau. Die haben miteinander einen Film. Noch eine wichtige Mitteilung. Natürlich dürfen Mitglieder des Teleshops mitmachen, aber der Gewinn wird nur an Nichtmitglieder ausgegeben. Genau. Also das soll jetzt bedeuten, Andi, Chef Andi, die einzige Person, die sich das wahrscheinlich jetzt hier wirklich anhört. Naja, das Problem ist, dass du das schneidest. Deswegen ich ist die Chance ja gering, dass es jemand anderes. Also der Typ, der es sonst geschnitten hätte, der hätte es natürlich gehört, aber der fällt ja, in den Fall raus. Ja, dann sage ich halt einfach, keine Ahnung, ich habe 3 Pimmel reingeschnitten. Warte mal, das geht nur im Bild. Okay. Wie klingt eigentlich ein Penis? Warte kurz. Will ich auch sagen. Okay, jetzt unterhalten sich Cillian Murphy und sein Vater. Mit wem? Ach so, miteinander. Ja, klar. Ist es der Vater? Ich habe den Faden verloren. Also der Vater von Cillian Murphy ist... Nein, das ist der... Sein Stiefvater. Aber der richtige Vater, der liegt doch die ganze Zeit im Bett. Ach, oder? Ja, stimmt, genau. Pete Postlethwaite. Genau. Ken Watanabe hat bald eine Narbe. Gott. Oh je. Oh Gott. Ah, das wäre echt schön. Also ich meine, hallo lieber Zuhörer, wenn du das jetzt bis gerade noch angehört hast, dann bist du total geisteskrank und hinterlässt uns jetzt einen Kommentar. Das würde uns sehr freuen und wir würden dann auch Hilfe schicken. Hilfe schicken? Hinterlass bitte deine Adresse, ja. Telefonnummer und Kontodaten. Ja, und dann schicken wir Hilfe und 10 Euro. Also schon ein bisschen erbärmlich, was wir hier machen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt gerade die Mit-Film-Crisis, die wir versuchen, also wir versuchen jetzt gerade so das Tief in der Mitte, weil der Film hat jetzt hier ganz klar sein Tief erreicht. Ja, finde ich auch. Da passiert jetzt gerade gar nichts, die unterhalten sich wieder, die, keine Ahnung, alles schaut gleich aus. Vor allem sehe ich nicht so viel. Es ist, ehrlich gesagt, ist Inception schon zu einem großen Teil langweilig. Es wird erst wieder spannend, wenn Tom Hardy sich als dieser Typ, macht er ja gerade, glaube ich, oder? Der gibt sich gerade als dieser Typ aus und so, das ist ja alles super interessant, aber ich habe auch nicht aufgepasst. Ist es jetzt schon Tom Hardy, dieser alte Mann? Das ist irgendwie so Science-Fiction für Staubsaugervertreter. Ja. Ja, wenn man sich... Hey, ohne Witz, wie viele Fabrikhallen gibt's denn? Das ist schon echt... wir machen ja eine Schätzfrage draus. Und zwar, wie viele Minuten des Films Inception spielen in einer Fabrikhalle? 80. Nein, 40. Es saugt und träumt der Nolan-Mann, wo Mutti sonst noch blasen kann. Bitte was? Loriot. Ach Gott. Da habt ihr wieder eine Wissenslücke von mir aufgedeckt, das tut mir leid. Ne, oh Gott. Ah, zicke, zacke, Hühnerkacke. Jetzt hört doch mal auf zu reden, die Kapitel ist ja emotional. Ist das jetzt die Stelle, bei der du weinst? Nee. Weil Marion Cotillard schon wieder beim Death Stranding entdeckt wurde. Death Stranding, die neue Telestammtisch-Trendsportart. Sehr gut. Hallo, ich bin so doof, dass ich Steine ins Wasser schmeiße, deswegen rolle ich die über den Strand. Die flitschen gar nicht, Leo. Am unrealistischen finde ich ja eigentlich,
dass die Leute auch vorkommen, wenn sie nicht mit dem Hauptträumer interagieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die sind doch da verlinkt mit diesem Koffer. Leute kommen ja nur in einem Traum vor, wenn sie mit dem Träumer interagieren. Deswegen, wenn die jetzt eine Konversation im Traum haben, abseits von diesem Typen, ist voll unrealistisch. Das stimmt. Ich habe noch nie von dir und Max geträumt. Ja, aber wir unterhalten uns ja auch nicht im Traum von dir, ohne dass du es mitkriegst. Was weiß ich, was ihr macht, wenn ich hier gleich aufgebe und sage Tschüss. Oh Gott. Raus aus meinen Träumen, Pabelitzki. Ja, wir können dich beruhigen. Also wir machen das hier gerade auch nicht wirklich. Das ist ja, das wäre die dümmste Idee, einen Audiokommentar zu Inception zu machen. Du träumst gerade. Und wir, ja, egal. Das ist aber blöd, Gott. Weil ich hätte jetzt gerne Spezi. Ja, ich habe nur eins neben mir. Ich habe hier leider nur Leitungswasser und Kaffee. Das ist so. Oh, Kaffee muss man dann auch noch machen. Ich habe heute schon so viel Kaffee gesoffen, ohne Witz, damit ich ja nicht einschlafe. Ich habe hier gerade ein Leffe. Ein Leffe geöffnet? Ich habe mir ein Leffe geöffnet. Das habe ich damals beim Andi in der Sendung gekriegt. Weißt du noch, wo ich da war? Mhm. Das war die schönste Sendung aller Zeiten. Ja, ey, nur ein bisschen wenig Promotion für uns gemacht. Ja. Ey, echt ein Testament für den Film gerade, was wir hier gerade so reden. Ja, ohne Witz, also es passiert ja hier gerade null. Also der erzählt halt da von seiner toten Frau. Ja, schön. Also Arometorifié. Das ist irgendwas mit dem Film zu tun hätte. Passend zu Marion Cotillard kann ich ja mal die französische Inhaltsangabe von diesem Bier vorlesen. Ja, bitte mach das auf Deutsch. Arometorifié, Entrée, Amertume. Ja, lassen wir das. Ist auf jeden Fall lecker. So. Mein Kreisel. Hab mein Kreisel aufgehoben. Warum muss ich bei der Szene immer an Last Action Hero denken? Weiß nicht, springt bei Lars Action Hero auch jemand vom Dach? Ja, glaube ich schon. Das ist wirklich gerade eine wichtige emotionale Szene. Wir sollten uns jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, ist die wirklich wichtig und emotional? Ja, weil sie doch durch diese ganzen Traumspringereien total durcheinander ist und denkt, sie ist im Traum und will jetzt aufwachen. Ja gut, aber das würde ich Berufsrisiko nennen. Ja, keine Ahnung, ich habe halt auch kaum Mitleid mit jemandem, der im Zoo arbeitet und von einem Tiger gefressen wird. Du bist ja auch herzlos. Ja gut, das kommt mit dazu, aber es soll nicht der Grund sein. Also wenn du dich jetzt beim Telehorst an deinem Headset strangulierst, dann sollen wir auch sagen, passt schon, oder was? Ja, klar. Das okay. Würde ich sogar erwarten von euch, dass ihr weitermacht. Ich würde übrigens dann gerne von einem Ziegenbock ersetzt werden. Maximilian Rauscher. Oh mein Gott. Bloß weil du schreist, wird's nicht emotionaler. Warum heißt die eigentlich Mall? Let's go to the Mall. Sie heißt Maud. Mach nicht diese emotionale Szene kaputt. Hältst du kaputt. So. Weiter im Text. Man hat sie ja nicht einmal unten aufkommen sehen. Wer weiß, wo sie gelandet ist. Bei Herr der Ringe wäre jetzt sicher ein Adler gekommen und hätte sie dann mitgeschleift. Wie kommst du denn da drauf? Ach Gott, jetzt hast du mir gerade wieder in den Kopf gerufen, dass wir gleich danach noch eine Aufnahme zu Peter Jacksons wunderschönem Erstlingswerk machen. Mhm. Natürlich, eine FSK 12 meiner neuen Lieblingsfilme. Die FSK 12 Fassung. Sag einfach ja und nicke. Ja. Ich nicke. Nicke, nicke, nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Wenn das Deichkinder Mike ist, Bon Voyage. Jetzt stell dich halt mal deine Vergangenheit, verdammte Axt. Wer ich? Ja, okay. Mensch.
Ich bin Oberpfälzer. Gibt Schlimmeres. Also diese Rollo-Sonneneinstrahlungen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gerade bei Facebook, also das macht den Film gerade ein bisschen ungenießbar. Ich glaube, ich muss mal ausstehen und den Rollo komplett runter machen. Ja, mach doch. Aber lass das Mikro an, ich würde gerne mal hören und die Zuhörer sicherlich auch, wie es klingt, wenn dein Rollo nach unten geht. Ja, dann rauche ich mir hier ganz voll zu. Sekunde. Ja, ist ja eh schon egal. Okay, vielleicht ist das wirklich hier gerade so der Live. Die Leute kriegen gerade live mit, wie ich Inception nicht mehr so gut finde, wie ich es mal in Erinnerung hatte. Man muss aber dazu sagen, das dass man Inception ja auf auch besondere Art und Weise guckt. Ne? Also. Ja, klar, aber langweilig. Ja, es ist schon echt sehr viel, also ich meine, durch die Art und Weise, wie wir es jetzt gucken, wird das natürlich befeuert, aber man merkt schon, das ist sehr viel Rumgelaufe, Gelabere, aber die bleiben trotzdem, also sie kommen nie so wirklich voran, weißt du, wie ich meine? Naja, wir haben jetzt schon diese gefühlvolle Szene, weil wir sie schon kannten, jetzt natürlich ein bisschen nicht gewertschätzt und ein bisschen übersprungen. Aber das war ja schon jetzt, zwischendurch war jetzt schon ein, zwei Szenen, die wichtig waren, haben wir jetzt schon ein bisschen nicht wertgeschätzt, wisst ihr, was ich meine? Ja, vor allem, wie oft das da hin und her geschnitten wird, dass der dem Kerl da oben auf dem Dach, jetzt kommt Tom Hardy. Mit der fetten Wumme, so. Okay. Und jetzt kommt noch ein cooler Spruch, oder? Nee, Tom Hardy braucht einen coolen Blick, das ist gut, weißt du. Das ist halt auch witzig, Christopher Nolan ist halt schon so eine Art Action-Regisseur, aber den Film hättest du halt auch... Ja, wobei... Ich finde, dass... Komplett ohne Action machen können, aber halt einfach ein bisschen fantasievoller. Ich finde auch, dass Nolan jetzt kein schlechter Action-Regisseur ist, aber es gibt wesentlich mehr Regisseure, die besser Action in Szene setzen können als er. Hm. Also ich finde halt für einen richtig guten Action-Regisseur traut er sich beispielsweise zu wenig lange Einstellungen. Ja. Das Problem bei dem Film ist halt, dass diese Action-Szenen auch nicht spektakulär sind. Da hat er halt, also ich meine, bei Dark Knight zum Beispiel, diese Action-Szene mit dem LKW und so, die sind schon ganz cool. Ja, aber ganz ehrlich, aber hier, diese Action-Szene in Dark Knight ist furchtbar geschnitten. Hm. Okay, aber obwohl, es kommt ja noch diese Hallway-Szene, wo sie das Ding... Die ist gut. Die ist ganz schön. Die ist gut, ja. Ja, aber die ist kreativ. Eben, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, genau, du sagst das, wo es halt dann super kreativ ist. Genau. Aber hier, jetzt gerade die letzten 20 Minuten, wenn sich Leute dann irgendwie auf offener Straße ein bisschen abschießen, so, das hat halt Heat schon besser gemacht und überhaupt und so. Und in dem Setting, wenn sie sich dazwischen immer unterhalten, wir müssen die Verbindung zu seinem Vater irgendwie ausnutzen und so ein Bullshit. Da denkst du die ganze Zeit so, ja, dann unterhaltet euch halt kurz drüber, aber dieses Geballer zwischendurch ist so langweilig. Mhm. Außerdem, ganz ehrlich, wenn du irgendwie was planst, das kommt halt dann auch immer irgendwie mit dazu, dann also im Normalfall, wenn du vernünftig planst, dann gehst du doch auf die Beziehung von ihm zu seinem Vater irgendwie auch genauer rein und fängst dann gleich gar nicht an. Weißt du, wie ich meine? Naja. Du kannst einen Teil halt einfach davon weglassen. Sondern, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich habe von dem Film eh nichts mitbekommen. Jetzt, haha. Ja, die wollen halt unterschwellig den Kilian auf emotionaler Ebene abholen, um ihm dann seine Geheimnisse rauszu... Ach, egal. Die wollen ja eine Inception machen, das heißt, sie wollen ihm ja einen Gedanken einflößen, dass er das Imperium seines Vaters verkauft. Darum geht es ja. Ja.
Oh, Meme-Time. Das ist also, Gott, hey, ohne Witz, ich fühle mich schon richtig schlecht, weil ich hier so viel kritische Punkte irgendwie anspreche. Aber es ist auch von den Kameraeinstellungen her auch nicht sehr kreativ. Weißt du, wie ich meine? So mit Schuss gegen Schuss und die Dialoge sind jetzt nicht so, dass sie die Dialoge wirklich ausspielen könnten, die zwei. Weißt du? Ich glaube halt, dass der sich halt in seinen Effektshots, die halt Trailermaterial sind, darauf konzentriert und den Rest macht er relativ klassisch. Also ein Dialog zum Beispiel jetzt, da hast du nichts Außergewöhnliches, wie du gesagt hast, Shot gegen Shot, bla bla, ja. Dings und so. Es stört mich jetzt in dem Fall nicht. Nee, stören nicht, aber es ist, weißt du, aber das ist halt wirklich, also nicht umsonst sind das Memes, aber wie war die Regieanweisung? Schau so blöd du kannst. Das hört man so oft am Set. Schau so übertrieben geheimnisvoll, wie du kannst. Und dann kommt sowas bei raus. Und dann kommt Axel Stein. Genau, das ist alles sehr clever und geheimnisvoll gerade, deswegen schau so geheimnisvoll und komisch, wie du kannst. Mhm. Boah, da kommt der T-Rex angerannt. Wo? Ja, weil das Wasserglas gerade so vibriert hat. Ach so, ho. Oh. Ach Gott, sind wir schon wieder im Unterbewusstsein. Ah, die zwei kühlen Motherfuckers haben sich geküsst, Max, ja. Schau mal. Ist die Luft dazwischen nicht eingefroren? Die zwei Haie. Ja. Das ist auch komisch. Das war auch so eine Szene im Trailer, wo du denkst so, okay, ein weißer Van fährt in die Kurve in Zeitlupe und das ist total aufregend. Ja, solche Sachen sind schon cool, weißt du? Man ja, diese, jetzt haben sie diese Parallele von Traum zu Traum. Das ist dann wieder cool, das stimmt schon. Gerade jetzt, was später noch kommt, ist es mit dem, dass die Zeit langsamer abläuft, wo sie diese Klippe runterfallen oder diese Brücke und so, dass das halt in diesen 2 Minuten oder 3 Sekunden, die sie runterfallen, im nächsten Traum noch viel länger ist. Das ist schon alles ganz cool. Das stimmt schon. Das ist eine sehr hohe Brücke, von der man, also die man 30 Sekunden lang runterfällt. Na, im Film fällt man ja von der Brücke auch in Zeitlupe runter, das dauert ja noch mal länger. Ja, ich frage mich gerade, welche kreativen Sachen oder welche Settings hätte man da irgendwie machen können? Der Typ sah gerade aus wie Frodo, der sich dann die Bar gesetzt. Ich meine, wir sind ja in einem Traum. Warum soll denn nicht ein Hobbit die Cocktails mixen? Ja, aber eben, das finde ich das Problem, weil jetzt, wenn wir gleich zu dieser komischen auch Trailer-Material-Szene kommen, wo sie in diesem sich drehenden Gang kämpfen, das ist eine geile Action-Szene. Aber die meisten Action-Szenen sind halt nur langweiliges Hin- und Hergeballer. Vor allem, wenn wir später noch auf diesen Eisplaneten kommen. Das ist halt so James Bond in langweilig. Also halt, da fahren wir ein bisschen Ski, dann explodiert links und rechts was und so. Das ist nicht so aufregend. Er bleibt halt mit der Kamera nicht drauf. Weißt du, das ist das. Der schneidet halt sehr, sehr viel. Fällt mir auf. Und es könnte aber auch sein, dass, wenn man so in letzter Zeit halt Actionfilme ansieht und vor allem Actionfilme, die ja als State of the Art bezeichnet werden, wie jetzt die John Wick-Reihe beispielsweise oder auch The Raid, da hast du ja im Prinzip, dass die Regie. Also das geht dann in die Hände des führenden Kameramanns über, weißt du? Und ich weiß nicht, wer ist da jetzt hier? Kameramann Wally Pfister wahrscheinlich, oder? Oder? Das solltest du beantworten, weil der hat schon lange nichts gesagt. Vielleicht ist er auf dem Klo. Ja, Wally Pfister. Es war das letzte Mal, dass er mit Nolan zusammengearbeitet hat. Danach hat sich dann Wally Pfister als Regisseur versucht mit Transcendence. Und seitdem arbeitet Christopher Nolan mit diesem Niederländer Heute van der Heute, so wie er heißt, zusammen. Was? Heute van der Heute? Heute van der Heute. Oh,
Kacke, wie heißt der Typ nochmal? Übermorgen. Heute van Heutema heißt er. Der hat auch Hör gemacht. Ah, guter Mann. Ah, Transcendence. Das war ja so ein bisschen so ein Abklatsch, hatte ich das Gefühl, vom Look und Dings. Und den fand ich aber nicht so gut. Muss ich mal schauen. Aber hat den nicht Nolan produziert oder irgendein Name? Haben sie da drauf geklatscht, dass ihn mehr Leute schauen, aber es hat trotzdem nichts gebracht, gell? Das war der mit Johnny Depp, Johnny oder? Depp, genau, ja. mit diesem Eierkopf und Scheiße. Diesen Eierkopf und Scheiße. Ja, der war doof. Aber da haben sie, glaube ich, irgendeinen Namen draufgeklatscht. Irgendwie Produced by oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie hatte der einen höheren Stellenwert, als das verdient hatte. Der war auch scheiße. Egal. Ist doch meine Meinung. Ich glaube, man muss auch vieles in dem Film mit diesem Koffer erklären, oder? Weil dass die Leute alle so völlig bei Sinnen sind und sich sogar an die übere Traumebene erinnern können, dass sie gerade in einem Van sind, der irgendwo runterfällt und so, finde ich auch schwierig. Das finde ich unrealistisch. Naja, dieses... Wie meinst du jetzt, dass... dass eigentlich der Koffer die ganze Arbeit erledigt sozusagen? Ja, das war so ein Bullshit-Kommentar, es tut mir leid. Okay, aber ich finde es gut, wir sollten mehr Bissigkeit noch reinbringen. Aber dass sie jetzt, also dass Joseph Gordon-Levitt weiß, dass sie bald von der Brücke fallen und das so timen können im Traum, dass sie dann so viel Zeit haben, während der Van die Dings runterfällt, haben sie so und so viel Zeit, weil es dauert ja länger und so, dass er weiß, was in der überen Traumebene gerade passiert und passieren wird. Ja. Ja, das sind wir jetzt wieder bei dem Ding, es ist ja ein Film, der viel erklärt hat, ne, aber so ein paar Sachen, die er dann mir gern erklären hätte können. Ich meine, was machst du da so eine Ausbildung als Inceptionist? Wie wirst du sowas? Weißt du? VHS. Volkshochschulkurs Inception. Im Community College. Es ist gerade so langweilig. Sag mal, nein, das ist gerade eine wichtige Szene. Das ist kein Film, der für sowas geeignet ist, merke ich gerade. Für Audiokommentare? Ja, nicht für unsere Audiokommentare. Das ist gerade eine wichtige Szene. Also wenn wir nicht die ganze Zeit quatschen würden und man dieses hören würde, dann wäre das schon wichtig, dass beim Kilian gerade emotional was passiert und so. Nee, man muss sich halt auf andere Dinge irgendwie konzentrieren. Also ich spiele gerade online. Gerade die Schnitte. Echt? Ja. Online-Kniffel? Ja. Gegen wen? Gegen mich selbst. Solo spielen. Wie kann... Ach so. Ja. Max, du hast gesagt, du kannst Schafkopfen, gell? Ja. Ich muss dich mal... Jetzt lass mal den Film komplett liegen. Der Zeitpunkt, an dem wir Inception verloren haben, ist bei 1:32. Die zwei Bayern. Naja, wir haben schon über Spiele geredet, dann können wir jetzt auch über Spiele reden. Aber ich muss dich da mal, konsultieren. Ja, bitte, kannst du. Nach dem Film dann. Ja, ich werde sicherlich so ein, zwei Runden brauchen, dass ich wieder reinkomme, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber. Nein, wir machen ein Film-Schafkopf-Set und ich habe schon eine Idee, aber ich muss mit dir darüber reden mal. Ein Film, ist das jetzt eine Idee für ein neues Telestammtisch-Brettspiel oder was? Hm. Also. Nein. Egal. Was passiert hier gerade? Ich weiß nicht. Wieso hat er auf einmal ein weißes Gewehr und Dings? Ach, sie sind wieder eingeschlafen. Neues Computerspiel. Das sieht jetzt echt extrem aus wie, keine Ahnung, so... Call of was Duty. Erinnert, ja, so Call of Duty, Winter Soldier oder sowas.
ah ja, sie haben jetzt die Leute da in dem Hotel wieder eingeschläfert und Ja, ist schon spannend. Jetzt sind sie alle auf den ganzen verschiedenen Ebenen unterwegs. Das ist schon gut. Ja, das ist so diese... Das kann ja schon ganz gut, dieses Parallel-Montieren. Aber... Ich weiß nicht, ich muss das du recht geben. Das ist jetzt für... Es wirkt, weil du gerade Level gesagt hast. Ja. Ich finde jetzt auch dieses Schneelevel, das wirkt halt wirklich wie ein Level. Also ja. Das ist so computerspielmäßig. So, wir brauchen jetzt eine neue Szenerie, machen wir jetzt halt einen Berg. Also wir haben eine Lagerhalle, einen Van, ein Hotel und einen verschneiten Berg. Ist ein bisschen wie GTA oder sowas. GTA 3, 6, weiß nicht, was ist, GTA 6, Inception. Das ist echt witzig, jetzt ist ungefähr eine halbe Stunde oder länger, haben wir uns gelangweilt und jetzt kommt das erste Mal, wird das kreativ ausgeschöpft, dass du diese Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen hast. Ja. Davor ist echt nicht viel passiert. Eigentlich, ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder was Böses sagen, aber das ist, eigentlich ist das ein kleines Armutszeugnis, oder? Also beziehungsweise, da stelle ich mir dann die Frage, ja, muss es dann eigentlich 2,5 Stunden Film sein, weißt du? Ja, du solltest halt 10% Exposition weglassen und 10% Action-Szenen oder 20, keine Ahnung, und dich halt auf spektakuläre Action-Szenen wie die hier konzentrieren und nicht, dass die dann halt vorher in der Lagerhalle noch 2-3 Mal hin und her schießen. Das will keiner, das braucht keiner. Und ist jetzt eigentlich wirklich die Beziehung von Johnny Depp zu seiner Frau wichtig? Ja, Johnny Depp ist ganz wichtig in dem Film, auf jeden Fall. Ach komm, wie heißt der Ding halt? Weißt du, wie ich meine? Johnny Caprio. Christian Bale. Christian Caprio. Leonardo. Die ist sehr wichtig. Weil das ist dieser Emotionskoloss. Oh Mann. Den hat der Herr Nolan da eingebaut, weil er auf die Kritik, dass er nicht emotional genug ist, hat er gesagt, wir brauchen Emotion. Ja. Nein, Schmann. Ich finde es ja gut. So, mich erreicht eine ganz dringende Meldung. Stu hat einen Dreierpasch geworfen. Ja. Ah, die Musik erinnert mich auch gerade ein bisschen an Bond. Wow. Tuberkulose. Ah, das ist doch diese Forschungsstation aus Spectre, oder? Das könnte alles Mögliche sein. Müsste man mir. Auch gerade eine wichtige Meldung gekriegt. Und zwar. Ich muss noch mal kurz rangehen. Sekunde. Gut, ich unterhalte euch jetzt anscheinend allein mit Inception. Was wir sehen, ist ein Auto, das einen Reifen verliert. Ein weißes Auto, welches bremst. Ach, verdammt. Entschuldigung, ich hätte beinahe Kniffel geschafft. Eine Brücke hebt sich. Jetzt sind wir auf einmal, ganz ehrlich, wenn ihr das Drehbuch nachsprechen würdet, jemand deutet mit einer Pistole und schießt. Lodernde Flammen. Weiße Männer wedeln in einen Beton und alle fahren mit Pistolen. The Shining. Die Leute fahren weg vom Overlook Hotel. Das ist ganz schön konfus, um sowas mitzuerzählen. Brücke hebt sich. Der ewige Nebendarsteller schießt auf einen anderen ewigen Nebendarsteller, den ewigen Statisten. Ken Watanabe verblutet. Chansonmusik. Was macht der Andi da?
Keine Ahnung. Pawlitzki, was machen Sie da? Ich werde jetzt nicht extra dann das rausschneiden. Ich lasse dieses Geknister drin. Ganz ehrlich, bis. Es tut mir leid. Ich habe mich gerade aufs Headset gesetzt. Hier ist so dunkel. Sehr sinnvoll, das zu machen. Ja, ich hatte gerade parallel einen Anruf von der Toilette und vom Kühlschrank. Da muss ich kurz hin. So. Kühlschrank und Toilette. Ja. Ich weiß ums Verrecken nicht, an was mich diese ganze Winterszenerie erinnert. James Bond oder. Also, Dead Snow? Ganz klar, James Bond für mich. Das wäre schön, wenn Joseph Gordon-Levitt, das wird auch wieder zum Traumthema passen, wenn er auf einem Cello da runterfahren würde. Das ist doch bei diesem super, Timothy, wenn Timothy Dalton. Nee, oder ganz ehrlich, wenn runter. Ich runterfahren würde, dann wird man so im Hintergrund sehen, wie Jeff Bridges mit einer Zunge an einem zugefrorenen Pfosten hängt. Und ich meine nicht Jeff Bridges, sondern Jeff Daniels. Ja, und die sollten halt unrealistische, weite Sprünge machen und irgendwelche, ja, genau. Irgendwas muss da passieren, dass du denkst, du bist in einem Traum. Aber das wirkt halt so beklemmend und real alles. Das schaut, also, dass da allein im Glück überall Birken. Ja, genau. Da müsste jetzt Burger regnen und müssten auch Honigmarmelade. Und irgendwie müssten da die Realitätskräfte so ein bisschen außer Kraft gesetzt werden, dass es sich traummäßiger anfühlt. Genau so. Hier, das ist traummäßig. Das ist aber gut. Das ist wieder nur ein Callback an, wir sind so schlau, wir haben vorher diese Escher-Scheiße gelernt. Ja, genau, wir haben ganz viel Escher geguckt. Ich gehe Treppe rauf und gehe Treppe runter. Was? Ach, es gibt so ein Family Guy Gag von diesem MC Escher, der MC Escher Rap, wo du ihn dann siehst bei den komischen Treppen, also so, ich geh Treppe rauf und geh Treppe runter, ich geh Treppe rauf und geh Treppe runter. Ja, vor allem ist halt diese ganze Winterszene am Schluss halt leider echt so fucking trist. Das schaut sich also ganz an, ehrlich, ja. Ich glaube, dass ich den Film immer noch mag, aber ich glaube, es ist einfach nicht der Film, der für uns geeignet ist, ihn als Audiokommentar in Telehorst-Zeit zu besprechen. Ah, Kackfilm, ey. Schau ich mir lieber Cliffhanger an, bevor ich mir die Szene nochmal anschaue. Aber es sind schon ein paar Kritikpunkte, die jetzt gesagt wurden, die ich jetzt auch, wo ich sage, ja, das stimmt. Und für mich der größte Kritikpunkt ist, zum einen, Nolan kann ich emotional, zum anderen, er ist einfach nicht kreativ. Es tut mir leid, aus dieser Möglichkeit des Träumens hätte man so viel mehr machen können als so ein Spionage-Heist-Action-Thriller. Und ja. Da muss jetzt so ein weißer King Kong über die Bergspitze kommen und irgendwas passiert. Also ich sehe schon, du hast gute Ideen. Ja. Ja. Grüße miteinander, ich bin der King Kong. Was macht ihr denn hier schön? Ja, oder der Vulkanausbruch noch hin. Oh, pass hier auf, da bricht gerade ein Vulkan aus. Kommt ihr erst einmal in die Höhle zur Sicherheit, oder? Ja. Und alle haben auf einmal Rollschuhe anstatt Ski oder irgendwie so komische Federn an den Füßen und können auf einmal weit springen. Weißt du, was passiert eigentlich jedem im Traum? Du hast doch immer, entweder bist du im Traum streckenweise, dass du irgendeine Sache nicht erreichen kannst beispielsweise, oder? Oder dass dir die Beine wehtun beim Gehen. Oder was ist noch so ein typisches Traumding? Aber nicht mal sowas hat er irgendwie mit drin. Genau, so typische Traumparanoia-Sachen müsste der öfter. Also ich meine, er hat es ja versucht, anfangs mit diesem Fallen. So, du fällst und dann wachst du auf oder irgend sowas in die Richtung. Das war ja noch anfangs nett, aber. So ein Gimmick. Also, aber alles das hat er in der ersten halben Stunde Exposition abgehandelt, dass auch jetzt irgendwie die Zeit dann schneller vergeht und bla 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 und so. Aber so typische Traumszenarien, das wäre schon schön gewesen. Vielleicht werden wir auch deswegen. Vielleicht hören uns unverhofft viele Leute zu, weil irgendwann mal fangen wir an mit unserer Kritik, dass vielleicht mögen Leute das. Vielleicht gibt es mehr Leute, die darauf warten, dass mal jemand Inception vom Thron runterholt.
Die Leute sind müde von Inception. Inception ist jetzt seit knapp 11 Jahren an der Macht. Es ist Zeit für den Wechsel. Ich habe es auch mitgekriegt. Also ich war gestern so ein bisschen in der Stadt unterwegs und ich habe so eine gewisse Inception-Müdigkeit festgestellt. Ja, ich auch. Es war ganz deutlich am Gärtnerplatz, an der Isar. Alle haben so eine Inception-Müdigkeit. Ja, die Leute sind jetzt auch eher offener. Ich meine, die Zeiten haben sich verändert. Es gibt jetzt soziale Netzwerke, in denen die Leute dann auch mal hinter die Kulissen blicken können. Es findet ein Umdenken statt. Ja, ganz klar. Der Regisseur kann einem nicht mehr alles vorsetzen, was er will. Mit Kritik war laut. So. Da, das ist einfach nicht schön. Vorher hast du so ein helles Paris, was sich auf den Kopf stellt. Ja. Jetzt hast du nur noch Weiß und Nebel und Schnee. Ja, das ist ja nicht einmal richtiges Weiß, weißt du? So eklige, weiß-graue Camouflage-Scheiße. Das regt mich am meisten auf, ey. Kein einziges Fantasiewesen in diesem ganzen Film. Nee. Obwohl alle immer träumen. Und dabei haben sie eine Stadt zusammengeklappt, weißt du? Ja. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht könnten. Eben, wenn sie auf einmal oder er jetzt auf einmal Hörner hätte. Wieso nicht? Also wenn du dann eine Architektin mit reinnimmst, dann was sind das für blöde, langweilige Gebäude? Architekten, die bauen so Sachen wie die Allianz Arena oder wie das Guggenheim Museum oder sowas. Ja, oder der Berg, toll, der Berg an sich ist ja schon langweilig. Berg schaut der überhaupt nicht speziell aus. Die haben auch total langweilige Seile, ne? Okay, die Tannen erst an. Was für langweilige Tannen. Ja, oder langweilige Mützen, langweilige Rucksäcke, da ist nichts fantasievoll. Übrigens, die Hautfarbe finde ich ja bumslangweilig. Es ist kein einziger Schwarzer dabei beispielsweise. Das kommt noch dazu. Kein lilafarbiger oder sowas. Ja, die Frisuren. Wie langweilig sind die Frisuren? Eigentlich, Jordan Gordon-Levitt müsste eigentlich ein Eichhörnchen sein. Dann würde ich dem... Zum Beispiel mit einem blonden Dauerwelle. Genau. Dann würde ich dem Film das abkaufen, dass das eine Traumsequenz ist. Ja. Oder dass Leonardo DiCaprio Laseraugen hat. Doch, da gibt es doch diese eine Laseraugen. Weil da gibt es doch diese eine... 4 Meter groß ist Da gibt es doch diese eine Szene, wo der eine Typ zu DiCaprio sagt, DiCaprio, hier, du sollst mal deine Laseraugen benutzen. DiCaprio sagt so, nee, ist gerade ungünstig. Schau, wie er die schon rausschiebt. Wie so ein... Ach... Ja, das ist ja wieder nett. Das ist halt wirklich eine der wenigen Szenen, wo sie dieses... Zwischenspiel, Zwischentraum, Übertraumszene, habe ich schon gesagt, genau. Aber dass sie sich gerade in der Schwerelosigkeit bewegen, in diesem einen Traumlevel, wieso eigentlich nicht in dem nächsten Traumlevel? Na egal. Ja, warte mal, genau. Also die weiße Welt ist jetzt ein Unterlevel von. Das ist die dritte. Von der Schwerelosigkeit. Und dann kommt schon wieder Marion Cotillard, die von Christopher Nolan echt missbraucht wurde. Sorry. Der macht aus ihr halt so einen Messerstecher-Zombie. Hallo, ich bin Mario Cotillard. Peng, peng, tot bist du. Das war ein eindeutiger Schulterschuss. Was passiert? Nee. Außerdem, hast du auch gerade so Dawn of the Wolf-Vibes? Ich musste an diese Besprechung von uns beiden denken, weil der irgendwie jetzt in Kürze auf Amazon Prime erscheint. Mit dem Jetski auf die Klippe zufährt. Welcher Film? Dawn of the Wolf mit Gina Carano und Richard Dreyfuss. Grandioser Film von Tiberius. Okay. Den habt ihr besprochen? Ja. Da passiert ähnlich viel Traumhaftes wie in diesem Film. Ganz ehrlich, aber ich gucke mir jetzt hier ganz an und das Einzige, was gerade in meinem Kopf vorgeht, ist die Frage zur Tomatensauce heute Abend. Spirelli oder Spaghetti? Spirelli.
Ich hätte Spaghetti gesagt. Ich glaube, das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Also ich finde, Spaghetti brauchen immer eine gute Soße. Ja. Ja. Aber Spirelli kannst du mit jedem Müll fressen. Ja, damit würdest du jetzt praktisch unterschwellig sagen wollen, dass du nur eine Müllsoße zur Verfügung hast. Nein. Die köchelt schon seit 2,5 Stunden vor sich hin. Hat frischen, ja. Hast du die selber zubereitet? Frischen Knoblauch, 1,5 Zwiebeln, Tomaten aus der Dose, ein bisschen Tomatenmark. Also wird wahrscheinlich fruchtig werden und halt mit. Ja. Ja, okay, dann ist es an der Grenze. Aber ich habe noch 3 Packungen Spirelli und eine Packung Spaghetti hier. Ja, gut, okay, nee, dann sind es Spirelli. Ja, und die Spaghetti hebst du dir auf, wenn du die morgen Pilz, Sahne, Soße oder Meeresfrüchte. Nee, ich mache mir wahrscheinlich am Weißwein, Meeresfrüchte. Ich mache mir wahrscheinlich am Wochenende, so. Samstag, Sonntag eine leckere Gorgonzola-Soße. Oh ja. Dann nimmst du die Spaghetti. Ja. Und was halt auch, also ich meine, Inception ist ja jetzt scheißegal. Wie kriegt man Gorgonzola-Soße so hin, dass sie genug gorgonzolig ist, aber das passt ja auch dann ganz trotzdem zur Farbstimmung des noch Films. Die richtige Viskosität hat? Also ich kann dir nur sagen, wie ich sie mache. Ich weiß, ob das richtig ist. Also zum einen, natürlich ist es immer am besten, wenn du Gorgonzola von der Käsetheke kaufst, aber der ist halt immer sauteuer. Das heißt, wenn du den abgepackten nimmst, ist mein Tipp, den gerne noch ein bisschen nachreifen zu lassen im Kühlschrank. Ja? Mhm. Und es gibt da immer 2 Sorten. Es gibt einmal Medium, einmal Pikant und nehmt immer Pikant, weil Medium schmeckt ja da nichts. Ne? Ja. So. Und dann, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich mach's halt so, wie ich es von meiner Mutter gelernt habe. Das heißt, ich spitze Zwiebeln und Knoblauch, je nach Geschmack, also ich mag gerne Knoblauch, also da ein bisschen mehr, in der Pfanne an, bis es glasig ist und tu dann bei reduzierter Hitze den Käse stückchenweise rein und rühre auch schon mal immer schön umrühren, das ist sehr wichtig. Und tu dann, ich glaube, das wollte ich gerade sagen, das Umrühren ist unglaublich essentiell. Unglaublich wichtig. Ja. Das ist keine Soße, wo du mal eben kurz weggehen kannst. Und um zum Beispiel einen Inception-Audio-Kommentar aufzunehmen, das bei der Tomatensoße ist das was ganz anderes. Ja. Die Tomatensoße will ja nicht beobachtet werden, während sie sich praktisch mehr oder weniger. Also, ich war jetzt mal schon 2-3 Mal gucken und habe auch mal die Temperatur ein bisschen runtergedreht, aber ansonsten ist das kein Problem. Und dann tue ich halt Sahne rein oder je nachdem, auch Milch geht auch. Und je nachdem, wie du es gerne hast, kannst du auch gerne, also meine Mutter macht das manchmal noch Frischkäse rein, aber mir ist es zu schwer. Und dann halt einfach wirklich umrühren. Immer viel umrühren, bei niedriger Temperatur. Und wenn du dann die gewünschte Konsistenz hast, kannst du, glaube ich, schon, also am besten, wenn du das Nudelwasser nebenbei auch noch köcheln lässt. Und wenn die Soße fertig ist, dann Nudeln kochen lassen. Wenn du zum Beispiel frische Pasta benutzt, dann, die braucht ihr nur 2-3 Minuten. Ne? So, und dann einfach alles kombinieren und am besten heiß essen. Also was ich zum Beispiel, also die Sachen, die du jetzt alle aufgezählt hast, ja, gern. Und bei Käsesoßen mache ich es dann aber auch gern mal so, dass ich die Viskosität Was ist jetzt Viskosität? Das Wort kenne ich, aber was bedeutet das? Alter, warte, habt ihr kurz hingeschaut? Also, das habe ich gerade gesehen. Wieso sah dieses Panorama so ultra billig aus? Da fehlte die Viskosität. Da hat er kein Geld mehr gehabt. Das war das, was mehr als 160 Millionen kostete. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören bei euren Rezepten. Nee, also mit Viskosität meine ich die, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man Viskosität misst, wahrscheinlich schmiert man einen gewissen, meinst du die, also man zieht wahrscheinlich eine Spaghetti durch die Soße durch und hebt sie dann in die Luft und die Zeit, die dann eine gewisse Menge an Soße braucht, um runterzuschlumpfen. Also je höher die Viskosität ist, desto dickflüssiger. Ist die Ich weiß es nicht, ob es genau. Steht ja, hier bei sagen Wikipedia. Wir mal, je höher die Viskosität. Ja. Ach, ist die Viskosität dann so die Haft? Ja, ich meine, Erdöl wird, Motoröl wird in Viskosität praktisch also gemessen. Ich mag, wenn bin ich ehrlich, ich mag meine Käsesoßen gerne ein bisschen dicker. Ne? Ja, klar, aber das Problem an wenn sie zu dick sind, dann, weißt du, wenn es dann nämlich ein bisschen abkühlt, dann werden die so eher klumpig. Ja, und das mag ich dann nicht. Also ich meine, es muss genauso dieser Grad erreicht werden, wo du, und deswegen, ich benutze dann auch oft gern mal immer so, dass ich so ein bisschen mit Nudelwasser dann Ja, wegen der Stärke. Genau. Was ja auch ein guter Tipp ist, was ich gerne mache, wenn du zum Beispiel Spaghetti kochst
und die sind fertig, dann nehme ich gerne meine Spaghetti-Zange und tue die direkt von dem einen Topf in den anderen. Ja, ja. Super. Das ist überhaupt Spaghetti-Zangen sind der liebe Gott. Also es gibt ja diese Spaghetti-Greiflöffel, aber die Zangen sind halt besser, weil man will ja die Spaghetti, man will da so ein, als würde man reingreifen. Ja, genau, ja. Und Sachen dann so rüberziehen. Außerdem sind diese Spaghetti-Zangen super, wenn man kocht und man hat, das juckt am Rücken oder so. Ja, genau. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Das war richtig geil. Wusstet ihr, beim Rewe, ich glaube, das ist auch nachhaltig und so, weil das ist ganz schön, dass die von der Käsetheke teilweise so Eckstücke extra abgepackt, ganz verschiedene Eckstücke von Käse, relativ günstig gibt es dann so abgepackt, irgendwie frische Eckstücke zu als kaufen. Als Eckpotpourri voll oder günstig. Was? Als Eckenpotpourri. Gemischte Eckstücke, genau. Ja, das hat es ja früher immer von die Wurstradeln gegeben. Also da haben's genau so in die Richtung. Die genau so. Und da habe ich mir jetzt gekauft, 4 verschiedene Käse und das waren alle verschiedene. Und dann habe ich mir einfach so eine Pfanne Spätzle reingehauen geil. Und ein bisschen Butter und dann einfach diese Käseecken gehäckselt und da reingeschmissen. Und das war fucking lecker. Das Problem war da auch, dass diese Käse alle verschiedene Schmelztemperaturen hatten. Und deswegen war das so eine richtig bröckelige Angelegenheit. Aber saulecker. Aber egal, ich freue mich, dass jetzt endlich dieser Inception-Song kommt, den ich mir auch mal auf meine Spotify-Playlist gehauen habe. Was ich ja auch unglaublich gerne mag, ist Grilled Cheese. Was? Grilled Cheese, ja. Habe ich mir letztens auch was Feines gemacht. Da habe ich mir so einen sauteuren Cheddar geholt. Jetzt habe ich versucht, vergeblich auf den Film wieder zurückzukommen, aber nein, wir reden beide über Käse. Ja. Ja. Da ist der Film selber schuld. Aber jetzt wird es doch wieder emotional. Ja, würden die Leute mehr essen? Ja, das Ding ist, die Emotionalität, die jetzt kommt. Das ist halt auch nicht mehr. Es ist wirklich schwierig an dem Film, dass in dem Film wird nicht keine Szene, wird nicht gegessen. Nee. Und das was in Filmen, was mir echt immer auf den Sack geht, unsympathisch. Das ist, die Leute, was sie nie machen, das ist, dass sie sich am Telefon verabschieden, dass sie aufs Klo gehen. Man sieht halt, ich muss mal aufs Klo oder sowas. Das fehlt. Wisst ihr, was ich furchtbar finde bei Serien? Stell dir mal vor, der Leonardo DiCaprio kommt aus dem Klo raus und dann sagt die Ellen Page zu ihm so, das hat aber lang gedauert. Und dann sagt er so, ja, aber in der oberen Traumebene waren es nur 2 Minuten. Und ganz ehrlich, okay, egal ob in der unteren oder oberen Traumebene, ich würde jetzt nicht reingehen. Sonst wird das ein schlimmes Albtraum. Ganz ehrlich, ich glaube, man könnte den Film ganz einfach komischer machen, indem man ihn nicht neu synchronisiert, sondern immer, wenn die so bedeutungsschwanger reden, einfach so einen kleinen Furz reinschneiden. So. Okay, aber du wolltest gerade deswegen Serien. Auch abschweifend, aber ich komme da auf ein anderes Thema. Stu, wir wollten noch einen Hirokazu Koreeda-Podcast machen, gell? Wo ich dir vor ungefähr einem halben Jahr mal die DVD-Box geschickt habe. Und weißt du, was die Filme so gut macht? Dass die in den Filmen immer essen. Du siehst, wie sie es zubereiten. Hat ja der Scorsese schon gemacht. Das ist sympathisch, da wirst du abgeholt. Und in dem Film wird nichts gegessen. Das macht den so unnahbar. Ja, Menschen, die nichts essen, die mit denen kann ich nicht so richtig connecten. Oh, dann wirst du mich lieben. Weil du ein Film bist. Nein, weil ich nichts bin. Okay. Ja, das werde ich aber so hast und du so. Die Filme geschaut, Stu? Ist dir auch aufgefallen, wie der immer das Essen und das Essen machen inszeniert? Ja, natürlich. Das ist großartig. Deswegen, wenn die jetzt mal da schnell mal so eine Champignon-Käsesoße zubereiten würden, dann wäre der Film viel... Warte mal, ich bin zwar traurig, aber ich muss, weil ich so traurig bin, muss ich was essen. Ja, wenn die jetzt die ganze Zeit irgendwie sagen würde so, ja... Ja komm, ess hier mal Schokolade. Guck mal hier, ich habe mir ein schönes Grilled Cheese gemacht. Da habe ich sogar Zwiebeln und Knoblauch reingetan und ein paar Schinkenwürfel. Ja. Alles gut. Jetzt wird's wirklich deep. Vorsicht. Was deep? Ach so, jetzt kommt der Kreisel-Scheiß. So, nee, wir sehen gerade, wie DiCaprio Ellen Page erklärt, dass sie aufpassen soll beim Immobilienkauf. Ja, genau. Denn wie man sieht, manchmal ist man in einem Hochwassergebiet. Und
Die Leute sagen einem nichts davon. Ey, das sieht aber gerade so aus, die Szene sah gerade so aus, als würde einfach gleich irgendwie 100 Luftballons oben dran schnallen und dann fliegen sie halt auf irgendeine Klippe rauf. Doch, auf den Film hätte ich auch mal wieder Lust. Aber Stu, du wolltest doch irgendwas über Serien sagen. Ach so, ich wollte noch hinzufügen, was ich furchtbar finde bei ganz vielen Serien ist, gerade so Sitcoms, wenn irgendwie Besuch kommt, ja, und dann einfach die Tür reinkommt, aber die Tür bleibt offen. Ja. Ach Gott. Weil wir müssten vielleicht mal echt Sachen, die uns aufregen. Wir sollten vielleicht ja. echt mal einen Audiokommentar machen zu einem Film, der 3 Stunden ja. lang ist. Mal gucken, was dann passiert. Hey, deswegen mochte ich zum Beispiel, ihr kennt doch alle Jessica Jones, die Serie, gell? Ja, ich hab deswegen war die mir von Anfang an sympathisch, weil die sich halt in den ersten 5 Minuten gefühlt dreimal aufs Klo setzt. Mhm. Super Serie. Ja, aber da würde ich eher dann sagen, sie soll vielleicht einmal zum Proktologen gehen. Mrs. Jones, wie soll ich sagen, sie sind keine Superheldin, sie haben einfach nur eine Harninfektion. Hey, kann mir einer kurz erklären, was hier gerade passiert? Ja, sie hat sich an der Avocado geschnitten. Wie auch immer man das schafft. Aber das ist ja dann kreativ im Traum. Ah, wo wir bei Kochtipps gibt, es gibt doch auch so einen super Tipp, wie man Avocados halbiert. Ja, ja. Na gut, okay, das ist halt, man muss halt schauen, dass man sich nicht in die Hand reinhackt. Wenn man halt so in den Kern reinrödelt. Und dann das Ding halbieren und nicht irgendwie komisch zermatschen. Na egal, da fliegt so ein Van und... Der fliegt jetzt echt schon lang. Auf jeden Fall hat sie seinen Kreisel eingesperrt, oder was? Ja, das ist ein häufiger Scheidungsgrund. Ist der Kreisel vielleicht ein Symbol für seine Männlichkeit? Ja. Geht es denn im ganzen Film vielleicht nur darum, dass Leonardo DiCaprio seine Potenz wieder haben möchte? Ja, genau. Oha. Heldenhaft. Ich kann zwar noch, Schatz, aber die Viskosität, naja. Die Viskosität meines Spermas lässt keine Befruchtung zu. Ich gebe wirklich auch Leute, die sich hier anhören. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können jetzt echt alles sagen. Wer ist eigentlich jetzt noch hier? Können sich ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Kollegen vom Teleschamtisch noch so blöd sind, nur noch zu hören und uns dann danach konstruktive Kritik geben wollen. Ja, aber vielleicht ja, müssen... Ja, schreibt mal in die Kommentare, was euer Totem ist. Ja, genau. Und wie ihr daran merkt, dass es nicht real ist, wenn der in sich zusammenfällt. Und dann würde ich auch gern wissen, findet ihr es auch so unrealistisch, wie Tom Hardy gerade die Mütze trägt? Ja, das ist modisch echt zu grenzwertig. Aber es ist ja auch nicht sein Traum. Nee. Also in seinem Traum hätte es schaut ein bisschen aus wie Anderland, finde ich. Ich. Ganz ehrlich, ich hab ein bisschen Sorge. Wir nehmen danach noch den Telehorst auf. Dass ja. wir das ganze Feuer wir haben uns jetzt erstmal warm jetzt schon verschossen haben. Und dass unser armer Gast dann nachher alles tragen muss. Der muss richtig liefern. Ja, du, er hat sich es selbst zuzuschreiben. Wir haben als Gast Leonardo DiCaprio, habe ich gehört. Er ist der erste Gast. Nee, Moses aus der Bibel. Heidi ho, ich bin der Moses aus der Bibel. Ich war der mit der Arche. Nee, Quatsch, war ich nicht. Nee, Moses ist doch der mit den 12 Geboten. Mit dem, ja, das 10. Ich bringe euch diese 10 Gebote. 10. Oh, haben wir eigentlich auf unserer Liste schon Mel Brooks Filme? Aber der hat gar nicht so viele gemacht, ist mir vor kurzem eingefallen oder aufgefallen. Ja, der hat nicht so viel. Habe ich gelesen. Aber für das, dass er alt ist. Wer ist eigentlich heute dran mit dem neuen Thema? Andi, ne? Du. Oder ich? Du ja, ich bin auch gerne dran. Nee, Ding ist dran. Nee, du bist dran, Stu. Nein. Von mir kam fiktive Musiker. Von Max kam das Budget-Ding, was wir jetzt machen. Das heißt, du bist dran. Ach so, stimmt, dann kommt Andi. Geil! Oida. Ja, dann müssen wir kurz Pause machen nach Inception. Dann nehme ich nämlich Filme, die über Träume handeln. Oder sowas. Ja, du musst es bloß vorher auf die Liste eintragen. Ach, das du ist ja gar nicht. Ja, geil. Ich freue mich schon. Aber bleiben wir beim Film. Ey, da wird die sticht halt immer zu. Was ist mit der Frau Cotillard los? Wobei, er fällt runter. Es sind 2 Filme. Wo ist Batman? Die sticht nur noch zu. Oh, mit der kannst du keinen Konflikt mehr diskutieren. Ich hatte gerade eben so einen kleinen Flashback zu Harry und Terry. Ja.
Du meinst wegen Modellhaus, wegen ja. Was? Ach so. Wie lange geht der Film noch? Ich habe gerade echt irgendwie. Also bei mir geht er noch Probleme. 25 Minuten. Weiß ich nicht, keine Ahnung, nur ein paar Takte. Aber wir haben es fast geschafft, wie gesagt, 10 Minuten ab. Ja, wir haben es echt. Also die 10 Minuten, die kriegen wir jetzt noch rum. Wir können ja während dem Abspann. Da kommt dann wieder der mit dem schönen Namen. Wie heißt er nochmal? Pete Postlethwaite. Der leider nicht mehr unter uns weilt. Ja, 2011 an Krebs leider verstorben. Ja. Ja, das ist halt. Ich glaube, wenn man da ein bisschen am Ball bleibt, dann ist der Film schon gar nicht so schlecht. Also dann sind solche Szenen auch bestimmt nicht wirklich emotional, aber so zumindest Story. Das ist es. Der macht keine Emotionen, der setzt es auch ein, um die Story voranzubringen, gell? Habe ich das Gefühl. Und so richtige Emotion kommt jetzt auch nicht auf. Hey, ich stelle mir gerade die Frage, also es muss ja auf diesem Planeten auch einen Film geben, den ich emotional finde, ja? Und mal angenommen, wir würden einen Audiokommentar dazu machen, würde ich den währenddessen auch so unemotional finden? Oder würde mich der mehr fesseln? Also, wir können ja mal einen Audiokommentar zum Film machen, aber es ist halt schwierig, weil, also wenn wir zum Beispiel einen zu Arrival gemacht hätten, da hätte ich die Hälfte Klavier gespielt und die Hälfte geheult. Ja, wobei, wir wissen ja, wie es beim letzten Mal ausgegangen ist, wo wir über Arrival gesprochen haben. Da können wir uns alle noch erinnern, ja. Ah, ich bin ja heute in Themen dran. Dann nehme ich Filme, wo wir alle Klavier spielen und weinen. Heulen, genau. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal jemand den sowas Thema mit Filme mit Hufen nimmt. Also aktuell steht unsere Horst-Themenliste aus insgesamt 354 Themenvorschlägen, wobei man natürlich 14 abziehen muss, weil die hatten wir schon. Ja. Also ich, um den Max ein bisschen zu ärgern, hätte ich ja eventuell entweder, was du hier reingeschrieben hast, Filme mit expliziten Gewaltdarstellungen oder Filme mit Puppen genommen, um dir das Frühwerk von Peter Jackson noch ein bisschen näher zu bringen. Du könntest da einfach meine Freundin so entführen und mich dazu zwingen. Das wäre mir fast lieber. Na egal, bleiben wir hier mal bei Sache. Nee, was passiert hier gerade? Du müsstest uns mal überraschen, finde ich. So eine Themenauswahl nehmen, wo ich dann sage, oh krass, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das jetzt kommt. Ja, die letzten Male war ich halt selber immer so überrascht, dass ich es spontan machen musste. Aber jetzt weiß ich es, jetzt habe ich ja 5 Minuten Zeit, mich vorzubereiten. Während ich die Wäsche aufhänge. Ja, aber da muss ich ja essen. Ja, das. Es geht hier gerade voll ab, Leute. Ja, bloß weil es blitzt. Schaut auf die große Leinwand. Ja, die habe ich nicht. Aber ich sitze hier direkt vor einem 32-Zoll-Monitor. Also im Prinzip ist es fast. Ich bin übrigens sehr enttäuscht, dass ich vor längerer Zeit beim Film eine Einladung zum Online-Knöpfel geschickt. Ich habe sie nicht angenommen. Wann denn? Ja, über Facebook halt. Ja, das habe ich doch nicht offen. Ach so, weiß ich doch nicht. Was? Ja, das kann ich da, aber jetzt weiß ich nicht. Ja, jetzt ist es spät. Oh. Ja, jetzt ist jeder Film vorbei. Ja. Klappe jetzt ist es emotional. Mal wieder. Was denn? Jetzt mal wieder, komm, jetzt. Alte Hände sind emotional. Was, Hände? Alte Hände. Warum sind alte Hände emotional und warum fotografieren dann junge Mütter immer die jungen Hände von ihren Babys? Ja, das ist auch super emotional, aber alte Hände ist so ein Symbol für, ja, wir werden alte Hände Wochenende, oder wie? Alt geworden, oder vielleicht auch nicht, also in dem Fall nicht und so, und es wäre voll schön gewesen, wenn wir zusammen alt geworden wären. Ja, nein, du musstest dich ja umbringen, weil du nicht gecheckt hast, was los ist. Ich kann es schon nachvollziehen, das ist natürlich eine blöde Situation, weil, ich meine, wer weiß, was die für Bausparverträge miteinander abgeschlossen haben. Vielleicht muss das Haus noch bezahlt werden. Vielleicht kommen solche Dinge irgendwie dann mit dazu. Das ist natürlich blöd, wenn du das dann auf einmal nur noch allein machen musst. Eben, sag ich doch. Emotional wie Sau. Ja. Aber die lassen eiskalt Ken Watanabe einfach ersaufen.
Wieso bleiben die nicht in ihrem fucking Van? Weil wenn sie sterben, wachen sie doch eh alle auf. Passt doch. Ach nee, das sind die Typen, die nicht wissen, dass sie träumen. Ah, okay. Hä? Aber die wissen doch, dass sie träumen. Ja eben, sollen die halt draufgehen und aufwachen. Ja, aber vielleicht, glaubt ihr, dass Ersticken im Traum sich uncool anfühlt? Ja. Na, bis du aufwachst, dann passt wieder alles. Ich weiß nicht, das ist so mehr oder weniger ein bisschen die Todesart, die ich mir echt am uncoolsten vorstelle, ist Ertrinken. Aber ist nicht irgendwie, vielleicht haben wir da eine Teil, wie war das nochmal, wenn du in irgendeiner unteren Traumebene, also wenn du im Traum, im Traum stirbst, dann bist du im Limbo, also in diesem One-Shot-Film vom Tim Dinschede gefangen, mit Martin Semmelrogge, das ist auch scheiße. Oh Gott, stell dir mal vor, du stirbst und du bist mit Martin Semmelrogge gefangen. In einem One-Shot-Film, Gott, oh Gott. Wann hat eigentlich Limbo was mit Traum zu tun und wann hat Limbo was mit diesem komischen Stangentanz zu tun? Ja, und dann gibt es ja auch noch dieses Computerspiel, das Limbo heißt. Ja, genau. Und Limbonade. Limbonade. Und dieser eine Song. Limbo, ich habe letztens auch auf einem Geburtstag, wollten so Leute irgendwie Limbo tanzen. Und dann habe ich ja auch diese Stange weggekickt und gesagt so, hey, hört auf damit zu spielen, das ist gefährlich. Mhm. Der ist aus wie ein Werwolf. Ja. Und das ist der Chef von der Wayland Company und will leben auf fremden Planeten suchen, gell? Gott, das ist jetzt lang gewesen, hä? Wo wir den Guy Pearce-Witz gemacht haben, das ist ja schon 2 Tage her. Ich finde es übrigens sehr witzig, dass Stu, hast du überhaupt mitbekommen, wir haben jetzt 3 neue Mädels bei uns in der Redaktion. Nein. Beziehungsweise nicht Mädels, halt Frauen. Oh. Boys and Girls. Echte Frauen. Ja. Ja, schön. Hallo, also wenn ihr das jetzt nicht anhört, dann habt ihr ein Problem, denn das ist euer Einstellungssetzt. Wir bekommen übrigens kein Geld dafür, ne? Wie? Hey, ohne Witz, das glaubt mir halt niemand. Ich habe Urlaub und tu mir sowas an. Andere Leute fahren nach Rumänien. Okay, vielleicht nicht nach Rumänien. Ich hätte 2 Stunden auf meinem sonnigen Balkon sitzen können. Ich dachte, ich werde hier verzüglich entlohnt. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass es ein Traum ist. Weil so eine dumme Idee kann echt keiner haben. Warte mal, das ist jetzt wieder das vom Beginn? Ja. Nolan halt. Oh, ich freue mich schon, wenn wir gleich mit dem Telehaus über den schwarzen Tom Hardy reden werden. Oh. Oh ja. Über was? Über Tom Hardys Pimmel. Ah, die Musik ist aber echt schön. Telestammtisch. Niveau an erster Stelle. Ja, ich meine. Die höre ich immer, wenn ich von der Isar halb angetrunken nach Hause laufe, weil dann fühle ich mich immer so erhaben. Auf dem Radl nach Hause. Also das bedeutet nicht wanken. Brust raus. Da schwebt man nach Hause. Das ist schön. Dann lächle ich auch immer wie Joseph Gordon-Levitt meinem Hausmeister zu und sage, haha, haben wir es wieder geschafft. Stimmt, über den Joseph reden wir gleich auch noch. Stimmt. Wir sprechen jetzt über ganz viele. Nur nicht über Ken Watanabe und das sieht man ihm auch an. Genau, der ist ein bisschen enttäuscht, ja, dass er nicht in der neuen Horst-Folge dabei ist. Ja. Verdammte und Scheiße. Leonardo DiCaprio ist super wütend, dass er noch nie in einer Horst-Folge dabei war. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Der größte Schauspieler der Welt. Und der Horst will nicht mit mir reden. Oder über mich. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, den Twist dieses Films total verpasst. Und es sind halt alle verkatert aufgewacht und haben gemerkt, dass jetzt irgendwie alles doch nicht so cool ist. Ja, ich dachte, die wären jetzt im Traum. Dass das, was sie dachten, dass die Wahrheit ist, der Traum ist. Ja, darüber werden wir uns noch im Abspann unterhalten. Aber jetzt sind sie alle heimgekommen und durch diese erfolgreiche Mission darf Leonardo jetzt nach Hause zu einer Familie gehen, weil ihm Ken Watanabe sein Whatever-Visum oder so besorgt hat. Deswegen ist er jetzt frei.
Ja, aber für was ist er frei? Für was? Na, er hat doch irgendwas gemacht, was ich auch vergessen habe, dass er nicht zu seiner Familie durfte. Weil ihm, glaube ich, der Mord okay, weißt seiner du, Frau der Sinn eines Audiokommentars ist ja eigentlich, dass die Leute, die Fragen haben, die kommen in die Kommentare und dann recherchieren wir gerne. Und nicht, dass irgend so ein Idiot wie jetzt ich, warum steht da eigentlich Fische? Ach so, Fischer. Und da kommt Michael Caine. Aber wie man auch hier sieht, nur vom Nabel aufwärts gefilmt. Aber geil. Also wenn Michael Caine mich vom Flughafen abholt, dann würde ich genauso schauen wie der Leonardo in der Szene. So was? Warum holt mich Michael Caine ab? Aber auch eben erstaunt, aber auch erfreut. Ja, Michael Caine wäre definitiv eine Person von, also mit der ich mich gerne mal unterhalten würde, muss ich sagen. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Okay, warte mal. Die Kinder gibt's wirklich. Ja, ja, er konnte immer nicht zu denen, weil er darf nicht zu denen, weil er seine Frau umgebracht hat oder so. Vielleicht habe ich mir so ausgedacht. Weiß gar nicht. Nein, er wird verdächtig, seine Frau umgebracht zu haben. Aber genau, sie hat sich ja selbst umgebracht, wie wir gelernt haben im Film, den wir ja gerade alle aufmerksam geguckt haben. Ja, ich frage mich eher. Trotzdem fände ich es jetzt schön, wenn du nicht diesen scheiß Kreisel hättest, sondern eine Kameraschwenk und Godzilla kommt über die Baumwipfel rüber und dann denkst du dir so: Ist das ein Traum oder ist das kein Traum? Oh, Godzilla! Genau, Ken Watanabe sagt: Godzilla! Godzilla! Abspannmusik, sagt der Untertitel. Okay, bei mir wird jetzt eingeblendet: Was steht bei dir jetzt als nächster Film, Andi? Bei mir steht Produced by Christopher Nolan. Und unten rechts hast du irgendwie so eine Empfehlung, Amazon empfiehlt. Nee, bei mir wird jetzt gerade empfohlen, drei Zimmer, Küche, Bad. Warum auch immer. Ja, was sagen wir zu dem Film? War gut, oder? Super Film. Also ich bleibe da, dabei, ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Aber der seine Fehler hat, zweifelsohne. Es war aber nicht der richtige Film, obwohl doch, er war der richtige Film. Ich meine, mit den Horse Boys kann man ja alle Filme besprechen. Jetzt aber weiß ich, wie ich meine Spaghetti später zubereiten soll. Der Film hat er damals unglaublich von seiner Neuigkeit und von seiner Innovation profitiert, die halt jetzt halt einfach verflogen ist, so ein bisschen. Und wenn du dir dann über diesen Mindfuck so ein bisschen Gedanken machst, du dir denkst so, hey, Alter, die träumen und der Traum sieht aus wie eine fucking Lagerhalle, ist auch alles langweilig und scheiße, dann fällt er ein bisschen in sich zusammen, aber wenn du natürlich nicht so blöd kritisch bist, wie wir jetzt gerade, dann ist der Film immer noch Hammer. Nee, also aber das nee, erste Mal den Film sehen. Finde ich schon, man kann das mal gern auch dann zu, es ist ja jetzt keine Majestätsbeleidigung, die wir da begehen, sondern kann man da auch mal sagen, hey, das nächste Mal halt weniger Lagerhallen. Genau, ohne Scheiß, den Film soll doch bitte nochmal Tim Burton, oder Tim Burton hat auch sein Mojo verloren, aber vielleicht auch dieser Guillermo del Toro mal nachdrehen mit traumhaften Traumsequenzen, wo du halt dann diese Hauptdarsteller haben halt auf einmal Hörner, Hufen und sonst was und erleben dann halt Traumgeschichten. Also wie bei Narnia oder was? Genau. In gut, mit guter Story und Dings und so. Aber ja, egal, das kann man dem Film jetzt auch nicht. Da kann man sich drüber aufregen, aber muss man auch nicht. Und dann gibt es halt noch dieses Expositionsgewitter. Ich sag's mal, Klugscheißer-Lagerhallen-Szene oder so. Und dann so, aha, oh, oh. Und dann, wie sie sich gegenseitig noch so necken die ganze Zeit. Das finde ich auch noch ein bisschen. Ach Gott, ja, aber. Wollen wir vielleicht, damit wir, oh Gott, nee, es hört ja jetzt eh keiner mehr zu. Jetzt wollte ich mal fragen, Aussicht für Tenet, aber ist Bullshit. Ich freue mich auf den Film, weil ich so niedrige Erwartungen habe, dass ich mich positiv überraschen lasse. Weil irgendwie bei Inception war es halt so, du hast den Trailer gesehen, dachtest so, hey, das wird was ich noch nie gesehen habe. Und jetzt schaue ich den Tenet-Trailer an und denke mir, okay, das wird Inception 2 und ich habe nicht so viel Lust drauf. Deswegen hoffe ich, dass Christopher Nolan doch noch ein bisschen ein Ass in der Hintern hat, womit er mich noch kickt, so ein bisschen. Ich glaube, es hat er auch, ich hoffe es. Nee, ich glaube, eine Sache interessiert mich bei Tenet wirklich, was mich vorher bei Christopher Nolan-Filmen wahrscheinlich noch nie wirklich interessiert hat, seit Batman, seit ich gehört habe, dass Christian Bale der Batman wird, die nämlich die Schauspieler. Ich
bin echt gespannt auf Denzel Washingtons Sohn und Robert Pattinson. Ja, dass der was kann und so, das haben wir schon mehr auf Denzels Sohn besprochen. Weil den ich habe aber echt keine Lust auf diesen schwulen Glitzervampir in diesem Film. Nee, passt schon. Kennen wir ja eigentlich. Ist der Film jetzt ich zu Ende? Seine Frisur. Ich finde seine Frisur grenzwertig. Ja, der Film läuft jetzt noch offiziell 2,54. Die können wir jetzt dann ein bisschen zum Verabschieden hernehmen. Ja, schön war's. Ja, war ja. Das schönste Erlebnis meines Lebens. Also ich habe viel gelernt über Spezi und über Viskosität. Zu wenig Vögel, fand ich. Psu, was ist das beste Spezi und heißt es der oder das Spezi? Ich bin mir unsicher, weil Spezi ist, also ich würde natürlich das Paulaner Spezi und natürlich das Spezi wären meine klaren Favoriten. Ich würde einfach nur sagen Spezi, weil Spezi ist so besonders, es braucht keinen Artikel. Okay, gut. Das ist mal eine ganz neue Sichtweise. Die Butter oder der Butter? Die Butter. Okay, du bist nicht aus Bayern. Egal. Aber, sag ich, aber ich hab gestern, kleiner Tipp, ich habe gestern auf Amazon Prime, gibt es den gerade, Mann spricht Deutsch, Foto mit Gerhard Polt gesehen. Oh, ja. Kleiner Anschautipp. Im Double Feature mit Mann beißt Hund. Filme mit Männern, die neue Horst-Folge. Filme, in denen Männer mitspielen. Mann spricht Deutsch, Mann beißt Hund und? Gibt es eigentlich einen Film, in dem kein einziger Mann mitspielt, sondern nur Frauen? Ja, aber die dürfen nicht besprechen, weil die sind da ab 18. Okay, und somit sagen wir tschüss. Freuen wir uns auf den nächsten Audiokommentar zu Amazoneninsel. Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, der nächste Audiokommentar geht wieder so ein bisschen in die Richtung Filme, über die man sich auch mal ein bisschen lustig machen kann. Ja. Ich sage tschüss. Oder Kochrezepte dazu besprechen kann. Ich muss auch aufs Klo. Ich sage tschüss, denn bei mir, ich muss jetzt wirklich mal meine Soße ausstellen, sonst habe ich von der nichts so übrig. Gut, dann werde ich mal Wäsche aufhängen und wir hören uns alle wieder in 15 Minuten beim Holz. Alles klar, tschüss. Gute Nacht. Tschüss.